So, jetzt hört man mich auch. Gell, sehr geil. Ich hatte einfach mal einen Fail gehabt und ich habe schon die ganze Zeit geredet. Aber hat dich nicht gehört. Nee, man hat mich nicht gehört, sehr stark. Ich begrüße euch alle, die schon eingeschaltet haben, zur F2 in Silverstone heute Abend. Mit dabei ist der Mind of Sepp. Hallöchen. Ein eher bekanntes Duo sind wir beide Ja, ja. mittlerweile schon, ja. So. Bist du auch drin? Ich hatte die Einladung geschickt. Gleich. Ich bin Okay, gleich gut, drinne. Ich gut, bin gut, gleich gut, gut. drinne. Ist noch Platz frei. Gut. Ja, wie ihr sehen könnt, heute im Fahrerfeld Steel of Death und Chris Ham im Bremer, Virtuosi, Locke und Steve im Kalin, nur der Techtin im Hightech, Master You Know und Psycho Kizi wie gewohnt im Dams, Casey Raisin und Stiller Krieger. Acker und geile Brust im Campos, im MP Motorsport Rhino Connor und Leon Teller und dieser Phil im ART, der Alex und der RRL Max im Trident und im Van Amersfoort, Turtlenaut und Big M. Oh, Hilfe, mal gerade ganz schnell im Schnelldurchlauf alles gemacht. Das wurde gerade sehr, sehr knapp, weil das war jetzt genau 30 Sekunden fürs Fahrerfeld. Mal kurz den Ja. Rapper rausgepackt. Ja, So. Silverstone, was sind so deine Erfahrungen? Also meine Erfahrung kommt definitiv vom vorhergehenden Teil, nicht von diesen. Aber in Silverstone tatsächlich eine sehr leichte Strecke, um mal zu cutten. Vor allen Dingen in den paar schnellen Rechtskurven, die man sowohl als die erste Kurve hat, als auch vor den Maggots and Braggots, die Kurven. Ja, pass auf, Die Kurve. ich kann dir gleich während dem Blitzqualifying können wir jede einzelne Kurve mit Namen benennen. Denn das ist eine Besonderheit auf dieser Strecke. Jede einzelne Kurve hat einen wunderschönen Namen. Angefangen mit der Start-Zielgeraden, die heißt Hamilton Straight. Dann geht's in Ja. Abbey und Farm, bevor es Kurve 3, Anbremspunkt in Village reingeht. Und dann aus der Linkskurve, müsste dann Kurve 4 sein, The Loop durch Aintree auf die erste DRS-Gerade, die Wellington Straight, bevor man dann in Brooklands und Luffield, die links, gefolgt von der langen Rechtskurve, bevor es dann auf die alte Start-Zielgerade geht und dann ganz bekannt nach letztjährigem Crash zwischen Verstappen und Hamilton aus der Formel 1 die Kops-Kurve. Ja. Und dann, wie du angesprochen hast, das berühmte Dreiergespann Maggots, Beckets und Chapel, Stimmt, Chapel war's noch. bevor es auf die Hangar Straight geht. Und dann werden wir da wahrscheinlich auch heute die meisten Überholmanöver sehen, vor der Stove-Kurve, bevor es dann auf Whale und Club zugeht, die letzte Gerade, gefolgt von der letzten Kurve. Mal ganz, ganz schlau gemacht heute. Die Strecke, Jo. wer es nicht weiß, auf einem alten Militärstützpunkt gebaut. Deswegen auch Hangar Straight. Nur mal so als am Rande. Leon ist schon mal raus, sehe ich gerade. Ja, der hat eine Leon hat. Qualisperre. Qualisperre. Ach so, der hat eine Conny-Sperre, gut. Uns erwarten heute nach neben dem Blitzqualifying noch 21 Runden im Sprintrennen und 29 im Hauptrennen. Steve und Steel of Death haben gecuttet. Das ist sehr interessant zu wissen. Das heißt, die werden schon mal von hinten starten. Das ist sehr, sehr interessant. Das sieht man sich das große Problem an der Blitzqualifying. Du hast eine Runde und diese Runde muss sitzen. Wie man zum Beispiel vorhin heute Genau. sehen konnte, Acker voll noch auf Platz M und der Turtlenaut direkt dahinter oder der Max. Ja, es schiebt sich alles ganz schnell durcheinander und jeder möchte zwar so weit vorne wie möglich sein. Allerdings muss man auch bedenken, dass man eine Runde hinbekommen muss, um überhaupt irgendwo zu sein. Richtig, und bei einer so leicht zu cuttenden Strecke wie zum Beispiel es hier Silverstone ist es nicht unbedingt immer leicht, eine ordentliche Runde. Genau. Aber Aber wie das ist momentan Sound sieht ganz gut aus bei Big M und auch bei Max, bei Turtlenaut und Max? Psycho Kizi da Oh, ganz, ganz Psycho! eng. Schiebt sich nochmal vor. Und Zwei. Turtlenaut auch, vor dem Und Max. Max ist nochmal in den letzten Kurven ein bisschen verloren und gecuttet, wie du schon gesagt hast, Steel of Death. Und wer war's noch? Ne, ich habe es jetzt gerade leider nicht mehr gesehen. Er war noch ein Ich auch Dritter nicht auf jeden mehr. Fall.
gucke mal. Ah, Big M hier mit der schnellsten Der Runde. Tech, die Techtin und dieser Phil. Steel of Death, Steve, Techtin und dieser Phil. Die haben gecuttet. Ja, okay, gut. Dann haben wir also das Starterfeld. Für das Jo, Hauptrennen ist hier das hier, ich ja. werde Big es. M. Ich lese vor. Achso. Okay, ja, komm, mach du, Gut. sicher. Erster Big M, zweiter Psycho Queasy, dritter ist der Todenauer, der vierte RL Max, fünfter Geile Brust, sechster Acker, siebter Locke, achter Teller, neunter Casey Raisin, zehnter Chris Ham, der elfte ist der Alex, zwölfter RL Krieger, 13. Rhino Connor, 14. Master Yu-Gi-Oh, 15. dieser Phil, 16. Tech Team, 17. Steve of Death, 18. Steve, 19. und 19. der Leon. Genau, Ich und wollte dir jetzt nicht nochmal so eine Atemnot zubereiten, nachdem du ja schon vorhin blitzmäßig das Fahrerfeld vorgelesen hast. sehr gut. Ja, und jetzt zum Sprintrennen werden die Sprint. ersten 10 wieder gespiegelt. Bedeutet 1 startet auf der 10, bedeutet Big M auf der 10 jetzt am Start. Und wer war 10. Das weiß ich jetzt gerade leider aus dem Kopf nicht mehr. Egal. Ich auch nicht. Der Himmel macht mir auf jeden Fall sich Gedanken. Haben wir vielleicht irgendwo einen Wetterfrosch? Das Ja, wäre vielleicht mal das was. wäre sehr, sehr interessant zu wissen. Weil, wenn man sich jetzt mal den Himmel anschaut, der ist schon ziemlich dunkel und Silverstone ist nicht unbedingt unbekannt, dass es dort mal regnet. Also zumindest hier in den Formel 1-Teilen ist es nicht sonderlich unbekannt, dass es hier mal Ja, anspruchsvoller Radsport ist. generell Großbritannien immer sehr, sehr regenreich eigentlich. Nass belegt, kann man dazu Genau. auch sagen. Wobei in unseren ganzen Serien, die bisher schon auf dieser Strecke gefahren sind, gab es bisher nur in einer einzigen Regen und das war gestern Abend die 50% B. Die, Das die weißt du ja sehr zugeschaut haben. genau. Ne, ich bin nicht mitgefahren. Ach, du bist gar nicht mitgefahren. Ich konnte gestern Abend leider nicht. Alles gut, alles gut. Nee, ich dachte jetzt, wenn du das mitgefahren bist, ja, ich kann leider nicht jede Serie und so weiter sich verfolgen. Das Ne, ist ist leider ja auch das. okay. Man kann ja auch nicht immer. Ich konnte ja gestern Abend auch nicht fahren, also. Richtig. Naja, ich hatte ja auch einen sehr schönen Auftritt mit Acker und so weiter und mit Phil. Bei der A und bei der C. Und da muss ich einfach mal meinen größten Respekt an Rico oder Matze aussprechen, dass die das da wirklich einfach 3 Stunden durchziehen. Also ich war nach den 3 Stunden so fertig. Ich wollte gar Verständlich. nicht mehr. Ich Verständlich. wollte nicht mehr. Aber das ist, geht gefühlt jedem Streamer so, der länger als die normalen 2 Stunden macht. Deswegen auch schon mal Respekt an denjenigen, der die Langstreckenrennen, also diejenigen, die die Langstreckenrennen streamen wollen, die in Kürze doch vor der Tür stehen. Der Finn, hallo Schmidt. Ja, hallo Finn, zurück. Schön, dass du da bist. Ich finde, ich bin auch noch da, aber danke. Gut. Ja, und dann gehen wir jetzt direkt rein. Ich hoffe, das war jetzt geplant. Ich glaube, von der Uhrzeit her könnte das stimmen, dass das geplant war. Da, 20:06, ja, das ist geplant. Das ist geplant. Gut, dann gehen wir jetzt drin. Das ist das Ich bin Sprintrennen. jetzt nochmal. So. Ja, das brauchen Jo. wir nicht. Die Telemetrie ist immer Chris. interessant. Ja, Chris Hem ist jetzt auf Platz Nummer 1. Der war vorhin auf Platz Nummer 10. Genau. Acker müsste aber tatsächlich, glaube ich, auf seiner Position geblieben sein, weil er ist ja auf der 5. Ne, 5 Wechsel bitte, 6. 5 Wechsel mit 6, genau. Nächste Also da Welt, haben die 5 beiden Wechsel mit 6. Teamkollegen, Geile Brust und Acker, einfach nur kurz mal die Seite gewechselt. Aber es Aber schon. gibt keine Überraschungen, alle auf hart. Man hat auf dieser Strecke tatsächlich in der F2 hart und soft zur Verfügung. Eine Sache muss ich auch mal an sich ansprechen. Mir fällt zwar jetzt schon öfter in der A-Serie auf, dass der Turtenaut, ne, immer besser wird. Zum Beispiel sich in Kanada hatte der ein richtig starkes Quali, ne? Und das, was der da rausgehauen hat, auch von Rennpace her, das war wirklich extrem Ja, stark. Und wenn man jetzt mal hier serienübergreifend. nachschaut, wenn man jetzt mal hier nachschaut, er ist direkt hinter Turtenaut und hinter Big M. Und das war ja nicht mal wirklich weit auseinander, das war ja sehr knapp. Ja, der Turtlenaut ist leider momentan in einem, na doch, Formloch gewesen, wo dann die Konzentration nicht über die komplette Renndistanz meistens drin war. Aber so langsam kommen die Ergebnisse wieder. Ein gutes Rennen in der Sonntagsserie. Gutes Ergebnis auch in dem letzten zwei Rennen der Miniserie, Rennstall-Miniserie, die jetzt neu angelaufen ist. Ja, wo ich Kommentator momentan bin. Genau, wo du Kommentator warst, genau. Also so langsam scheint die Form dann doch wieder zu kommen. Und ich muss sagen, die ersten drei gehen hier wirklich eine starke Pace an der in der Einführungsrunde.
Während ganz hinten der Leon sich absolut Zeit lässt. Ja, der versucht tatsächlich da wirklich die Reifen auf bestmögliche Temperatur zu bringen. Ich meine, kann ja ruhig an sich machen. Mein größtes Problem ist, ich kenne mich mit den Formel 2-Zeiten jetzt nicht wirklich aus hier in Ja, Silverstone. also ich weiß, dass wir in einem Rennen Zeiten um die 1,40 erwarten können. Vielleicht ein bisschen tiefer, 1,39er Zeiten werden wir im Rennen doch schon sehen. Wie es um die Quali-Zeiten aussieht, würde ich jetzt mal schätzen, so um die 32, 33er Zeiten. Aber das hab ich jetzt von eben leider nicht mehr im Kopf, wie die waren. Ja. Aber es wird interessant, wie jetzt hier die Fahrer rauskommen. Ich hoffe mal leider keine gute Perspektive. Hier von hinten Leon. Geh mal hinten auf den Psycho, weil da hat man eine sehr schöne Ansicht auf das gesamte Feld momentan von seiner Kameraperspektive. Du willst, das ist bei mir so. Oh ja, auch von Max. Jo. Und dann geht es jetzt los. Jo, ein sehr guter Start auf jeden Fall sich vom Psycho. Ja, Ja, das der ist konnte sich. ein. Das könnte. Ich möchte jetzt nichts beschreien. Aber Oh! das könnte auch. Ein paar Komma weiter dreht sich wer! Da Big dreht M. sich der Big M! Schade. Ich weiß nicht, ob da jetzt ein Kontakt war oder nicht. Ich habe nur den Quersteher eben gerade gesehen und dann war er weg. Dieser Phil hat sich auch leicht mit abgekesselt. Jetzt sind wir schon voll im Geschehen drin. Vorne Locke, der hat momentan einen Kampf. Und hier hinten ist das komplette Feld voll. Oh, Also da da. gehen drei nebeneinander in die Kurve rein. Grüß dich, Stilies Mom. Sehr schön, schön, dass du auch da bist. Da Also wird hier jetzt momentan geile angefeuert. Brust und Locke betteln sich hier ein bisschen. Locke setzt sich auf jeden Fall durch. Und dann gucken wir mal, jetzt kommen die ersten Fahrer zu den Maggots, Baggots und. Oh, da gibt's eine Berührung, geile Brust. Car war da ein bisschen langsam und da fliegen die Frontflügel. Von wem war das? Oh, zu dritt durch Maggots. Baggots auch noch jetzt. Oh, da die schenken sich da Jo. wirklich überhaupt nichts. Also ganz viele mit drinnen. Ich habe mir mal kurz die Positionsänderung angesehen. Steve mit einem sehr guten Start, 8 Positionen gewonnen und geile Brust mit 9 Positionen verloren. Momentan die sowohl der größte Gewinner als auch der größte Verlierer dieser momentanen Situation. Ja, Big M hat sich wieder ein bisschen nach dem Dreher ein bisschen fangen können, ist jetzt wieder auf 17. Und der Steely hat sich Ui, ja. da, oh, Kollision mit Marcel. Und der erste, der in die Box geht, Phil. Jo. Schauen wir nach Und vorne. das, ja, der Marcel, der kann weiterfahren. Marcel kann weiterfahren, perfekt. So, auf jeden Fall so dieses Dreiergespann vorne schafft es langsam aber sicher sich abzusetzen. Also hier Teller, Chris Hamm und Casey Rasen. Ja, wobei Locke da jetzt auch noch mit beihängt. Das ist so ein leichter Train bis so Ryan O'Connor mäßig, so ungefähr. Ja, stimmt. Und guten Abend, Rogerio. Schön, dass du auch da bist. Guten Abend, Steely's Mom. Alle begrüßen Steely's Mom. So. Gucken wir mal sich durch. Hinten Big M auf jeden Fall geht sehr stark auf Angriff. Ist schon direkt wieder am Alex dran. Der konnte sich richtig gut recovern nach seinem Dreher. Und dann schauen wir mal, wie es jetzt aussieht. Der hängt hier im perfekten Windschatten auf jeden Fall. Wobei, wenn du guckst, der Big M scheint vorne links da ein bisschen vom Flügel zu fehlen. Ich hab's jetzt nicht gesehen. Doch ja, ein Stück, ja. Ein bisschen vom Flügel fehlt. Das ist natürlich sehr, sehr bitter. Nicht ganz die Performance, die dann das Auto doch hergibt. Gelb, Sektor Oh! 2, 3, da steht Da hat Acker. sich ein. Ja, der Acker, der hat sich weggedreht. Ja, fährt aber wieder und scheint nichts kaputt gewesen zu sein. Jo. Der hat auch, glaube ich, nichts berührt. Also der Flügel sah noch ganz aus. Bei dem kurzen Blick, den ich drauf geworfen habe. Und hier vorne ist ein sehr schönes Fünfergespann. Und da purzeln die neuen Zeiten. No, da jetzt direkt viermal hintereinander direkt. Ja, Turnout 1,42. Relativ 0. 004. Jo, 004.
ziemlich genau 0. Bei Tottenham muss man aufpassen, der liebt gerade runden Zeichen. Ja, das letzte Mal war es bei uns der Big M, der immer gute Zeiten hatte. Ja. Die genau auf Null liefen. Heute ist es der Turtle wahrscheinlich. Heute sieht es der Turtle eher so aus. Oh, Psycho geht in den Angriff. Innen rein bei Ryan O'Connor. Oh, Ryan Ryan da, aber O'Connor jetzt kommt auch innen, wohl. innen. Uiuiui, Jo. das könnte ganz sehr knapp werden, aber nein. Nee. Psycho schafft es ja, Psycho sich setzt sich außenrum da durch. doch durchzusetzen, jo. Will jetzt natürlich auch so schnell wie möglich nach vorne. Und das ist eigentlich tatsächlich das Horrorszenario für Big M jetzt tatsächlich. Denn Big M und den Psycho Kizi trennen in der Fahrerwertung nur 10 Punkte. Big M mit 219, Psycho Kizi mit 209. Und Kampf um Platz 4, Locke gegen Turtlenaut, die sind mit 177, wenn ich richtig liege, punktgleich. Okay, das ist Also, natürlich sehr gut schon mal zu wissen. da kann es Dann. heute wirklich Veränderungen geben, vorne an der Spitze. Jo. Und da geht Locke, versucht es da an Casey Oh, da Ravenhill. steht jemand quer! Das Casey. war. Nee. Ui, wer war das denn? Da stand irgendjemand quer, Max. aber wer? Max ist Der gerade am Max steht langsamsten. quer! Der Big M holt sich jetzt der Erste, der die 3 Sekunden sich holt. Jo. Gelb in Sektor 3, da steht Steve. Max geht lässt Ja. dann noch. Ah. Ne, irgendwie, keine Ahnung. Ich frage mich, ob sich irgendjemand einen Flügelschaden durch diese Max Aktion hat definitiv abgeholt den hat. Flügelschaden. Vorne, links auch. Aber wie man hier auf jeden Fall sieht, so der Sprint hat schon mal einiges durcheinander gewürfelt, definitiv. Vor allen Dingen auch durch die Dreher kommt da schon gut was zusammen. Ja, aber vorne unverändert Chris Ham konnte sich jetzt durch das kleine Tumult da hinten etwas absetzen und jetzt Turtlenaut gegen Locke durch Kops. Ah, zieht er doch nochmal zurück. Aber Locke kommt Nee. weit. Das hätte bestimmt, gibt bestimmt einen Cut. Ja. Ryan O'Connor Aber 3 Sekunden. Steve auch. Bleiben wir mal gerade auf Turtlenaut, der jetzt gerade sehr, sehr nah daran ist. Jo. Wenn er den Exit jetzt hier gut erwischt, Locke bekommt zwar auch DRS. Aber mit dem Slipstream, mit dem Windschatten müsste das eigentlich in die Stove-Kurve reichen. Ja, auf jeden Fall für Innen einen rein. Angriff reicht es. Und Locke jetzt gucken außenrum. wir. Oh, Turtlenaut Oh. sehr, sehr weit innen auf dem Curb. Das könnte auch ein Cut gewesen sein. Ja, aber er ist noch nicht durch. Jetzt beim Anbremsen vielleicht? Nein, auch nicht. Nee. Locke bleibt da vorne. Müssen auch aufpassen, denn von hinten Geile drückt der Brust. Casey Raisin und auch Psycho Kizi. Teller hat Geile jetzt Brust war wieder. eben gerade ganz kurz in dem Battle. Ja, Teller hat jetzt wieder 5 Zehntel nach vorne aufgeholt. Zu Chris Ham. Ja, Tellers Pace momentan beachtlich. Definitiv. Ja, das wäre natürlich jetzt perfekt für Turtlenaut, wenn Teller noch ein bisschen mehr die Pace nach vorne treiben würde, um locker aus dem DRS-Fenster rauszubekommen. Psycho auf jeden Fall sich auch mit sehr gutem Zug nach vorne, definitiv. Im Und Locke perfekten ist Windschatten. auf der Wellington Straight hat Locke schon kein DRS mehr. Und da geht Turtlenaut an Casey Raisin vorbei. Psycho Kizi an Casey Raisin, tut mir leid. Alles gut. Kai so easy. Kai so easy. Ja, stark. Das ist auch gut. Gut. Ja, ganz Was ich auf hinten jeden Fall. leider. Dieser Phil abgeschlagen. Ja, was ich auf jeden Fall dich ansprechen muss, Big M kämpft sich hier wirklich wacker nach vorne, ist schon wieder auf Platz Nummer 12. Und geile Brust könnte eventuell gleich was bei Leon versuchen, auf der DS-Geraden. Und da hat auch Turtle noch die ersten 3 Sekunden. Ja, aber er geht am Locke vorbei. Ja, genau. Ja, Locke ist aus dem DRS rausgeflogen von Teller. Ist jetzt in an bei Big M. Das gibt jetzt auf der Bremse ein Duell. Big M innen rein. Oh, das war sehr, sehr knapp. Jetzt geile Brust nochmal innen. Ah, das war ein Cut, definitiv.
Ja, und Und Big M ist durch. Big M ist durch, genau. Da hat Geile Brust ein bisschen den Curb zu geil gefunden, wahrscheinlich. Ja, tut mir leid, schlechte Wortwitze müssen auch mal sein. Naja, egal, ich kann mit den Oh, da gab's ne Krieger Nebenberufungen. zwischen Leon und Krieger. Und da dreht sich auch der Big M mit. Nee, Big M hat sich nicht mitgedreht. Doch, hat auf jeden Fall wieder Plätze verloren. Ist jetzt wieder auf der 12 mit fast 3 Sekunden Abstand zu Alex. Der war vorne bei Wie Geile mit Brust ja weiteren 3 mit. Sekunden? Big M war ja vorne bei Geile Brust mit dabei. Stimmt, die haben ja vorhin gebettelt. Genau. Das läuft hier schon wieder ein bisschen zu aggressiv rum. Aber was mir Ja. gefällt, ist der Kampf vorne. So, die ersten 6 sind innerhalb von einer Sekunde. Ja, und vor allen Dingen Teller, der sehr viel Zeit auf Chris Hem aufgeholt hat, muss man auch mal Ja, ansprechen. Der war über genau. eine Sekunde weg und jetzt ist er auf 13. dran. Was wird, der könnte sich hier, wenn er die Pace weiterhält, definitiv von Chris Hem absetzen. Wenn er Und eben, vorbeikommt. wenn er Aber vorbeikommt. genau, rankommen und vorbeikommen sind immer unterschiedliche Dinge. Natürlich. Aber immerhin scheint die Strecke an sich, das Racing in den Formel 2 Boliden deutlich angenehmer zu machen. Denn die letzten Rennen waren so eher so, ja, DRS-Train, aber wenig Überholmanöver. Natürlich, Formel 2 ist nochmal ein ganz anderes Kaliber. Und Die da, Autos fahren. oh, Turtlenaut versucht es mal, aber war nicht ganz so spät auf der Bremse, wie es hätte sein müssen. Es ist einfach mal, das muss man so sagen, die Formel 2 Wagen sind ein ganz anderes Kaliber als die Formel 1 Wagen. Viel schwergängiger, auch allgemein nicht so, sag ich jetzt mal, nicht so schnell, nicht so kraftvoll. Aber immer noch interessant beim Racing zuzuschauen, definitiv. Ja, vor allem wenn du wirklich auch mal keine bzw. weniger Hilfsmittel zum Überholen zur Verfügung hast. Kein ERS zum EAS Beispiel, wo du hast du nicht. aufpassen musst. Aber das ist ja sowieso immer so eine Sache bei unseren Fahrern. Das ERS-Management von manchen lässt zu wünschen übrig. Ich fühle mich jetzt mal nicht angesprochen. Es ist der Großteil aller Fahrer, also. Aber jetzt, Turtle Nord ist nah genug dran an Teller, um da was zu versuchen. Und Vielleicht sogar Teller. zu dritt. Marcel auch mit 3 Sekunden. Oh. Turtle Nord innen rein gegen Teller. Und das sieht sehr, sehr gut aus. Und Teller jetzt nochmal auf der Innenseite. Ja, beim Anbremsen Ja, das ist eine versucht Kack. er es. Nee, versucht Nein, er nicht. schafft er nicht. Aber starkes Rad-an-Rad-Battle hier mit Jo, Turtlenaut. ohne Berührung, ohne alles. Schön fair und ja, damit schauen wir mal, wie sich Turtlenaut denn an Chris Hem ranhalten kann. Und eventuell schafft der Teller den Konter. Genau. Dauert nicht lange, bis du hier wieder dann die nächste DRS-Zone hast. Oh, Psycho Kizzy da ganz dicht am Heck von Locke. Hier sehen wir es aus der Onboard. Ganz, ganz eng. Da gab es schon ein paar Küsschen Richtung Hintern des Geile Brust, fast Autos wieder mit vorne. Leon, nee, fast wieder, fast mit Leon an der gleichen Stelle, wie es damals Krieger hatte, eine Berührung. Sah sehr knapp aus. Ja, scheint hier nicht ganz so konsequent die Bremspunkte von vielen. Ja, besonders bitter für den dieser Phil. Sehr, sehr weit abgeschlagen. Kommt auch nicht wirklich näher. Ja, aber Leon mit 10 Positionen, die er gewonnen hat, ist ja auf dem letzten Platz gestartet. Darf man ja Genau, auch nicht genau. vergessen. Aber Turtlenaut jetzt hier bei Maggots, Baggots und wie war Chapel. Jeppe sehr nah dran auf jeden Fall. Jetzt kommt es auf den Exit drauf an. Ja, doch, Und das wird er. reichen. Das sind 2 Zehntel und ich denke, Ja. das wird doch locker reichen. Ja, es sieht auf jeden Fall sich sehr gut aus, aber er hat nur die Außenseite. Aber. Aber außenrum. Oh ja, oh, das. Ja doch, hat funktioniert. Hat funktioniert. Ja, er ist vorbei am Chris Hem. Chris Hem Jetzt. versucht auch nichts weiter und Teller ist auch genau hinten dran, der Leon. natürlich
ein bisschen auf Und geile seine. Brust hier nebeneinander, aber geile Brust zieht er nochmal zurück. Oh, geht auch wieder sehr, sehr extrem über den Körb. Jo, hier vorne Teller jetzt, der versucht Chris Sam anzugreifen, hat auf jeden Fall an sich den Angriff versucht, aber hat dann wieder zurückgezogen. Jetzt muss er aufpassen, dass von Locke kein Angriff kommt. Ja, nee, Locke bleibt dahinter. Und direkt Ja. dahinter ist auch der Queasy. Genau. Aber wenn man sich guckt, Turtenau setzt sich jetzt schon relativ schnell ab. Nur noch das DRS lässt Chris Sam an ihn dranbleiben. Ja, ich denke, das könnte jetzt wirklich knapp werden, um auf der Hangar Straight das DRS noch zu bekommen für Chris Ham. Wie man auch gern sich sieht, man sieht ja wirklich im Sekundentakt so gesehen, gewinnt er die Zehnte. Oh, hier geile Brust und Leon nebeneinander. Aber nicht ganz, hat nicht ganz aufgegangen für geile Brust. Leon kann sich vorne halten. Jo, und Tottenham jetzt aus dem 1-Sekunden-Fenster raus. Genau, kommen aber jetzt auch erst an den Messpunkt. Könnte er sich nochmal vielleicht noch was nach vorne schieben? Nein, hat nicht gereicht. Bedeutet, Teller hat jetzt die Chance. Eventuell am Chris Sam Ja, vorbeizuziehen. genau. Also 3 Zehntel könnte knapp werden. Das könnte ein Duell auf der Bremse werden. Je nachdem, Ja. wie die Setups abgestimmt sind. Aber der zieht sich eigentlich relativ gut dran, aber er schafft es noch nicht. Genau, da fehlt die letzte bisschen Top Speed. Und Locke jetzt auch nah dran. Jetzt wieder geile Brust und Leon wieder mal nebeneinander in Stove. Und da gibt's die Berührung und beide drehen sich. Der Leon berührt die geile Brust und auch dahinter der Alex ist mit involviert da drin. Also Leon heute schon zum zweiten Mal jetzt die Berührung Ja, auf jeden Fall. verursacht aus unserer Was ich jetzt Sicht. mal sich sagen muss, Turtenau zieht hier momentan aus der gesamten Situation einen sehr großen Vorteil. Während die Jungs sich hinten betteln, kann er sich schön vorne absetzen und man sieht es auch vom zeitlichen her. Fast Ah. 2 Sekunden ist er schon wieder weg. Ich denke, das wird dem Psycho Kisi nicht so ganz gefallen. Der hängt da mittendrin in diesem DRS-Train und kommt nicht so ganz vorbei. Und vor allen Dingen der Big M hat da so vielleicht ein bisschen die Chance, sich nochmal ranzuziehen. Das ist ja so gesehen die größte Gefahr für den Psycho. Genau, Big M auch mittlerweile auf der 9 wieder. Acker auch nach seinem Dreher in Kurve 1 jetzt wieder auf Platz 10 vorgefahren. Tauscht da Plätze mit seinem Teamkollegen, der geilen Brust. Ob es da vielleicht einen teaminternen Call gab? Ja, gehe ich mal stark von aus, das sah sehr, sehr abgeklärt aus. Casey Raisin auch sehr nah dran. Auch mit dem DRS-Train muss aufpassen, dass von Max kein Angriff kommt. Ryan O'Connor leider etwas abgeschlagen, aber fährt da alleine sein Rennen. Aquisi? Mal sehen, ob Quisi das eventuell an sich schafft mit dem Windschatten, obwohl so 2 Zehntel dann schon Ja, hart sind. sobald du einmal aus dem Windschatten rausgehst, wird's halt dann echt extrem. Ja, man sieht's hier. Aber sonst hier vorne ein sehr interessantes Battle auf jeden Fall. Teller schafft es aber immer noch nicht, am Chris Hemm vorbeizuziehen. Also der verteidigt wirklich gut. Ja, Chris Ham sehr, sehr stark heute. Wobei Jo. Oh, jetzt Teller! und da Oh, Berührung! fast die Berührung, das war ganz knapp, Teller mit 3 Sekunden. aber Max geht an Casey Raisin vorbei. Jo, schön beobachtet. Das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Aber der Teller hat durch dieses Rad an Rad die 3 Sekunden geholt. Und das darf man jetzt nicht vergessen. Das ist bei den Leuten, die hinter ihnen sind. Nicht uninteressant. Ja. Der Aber man Turtenau darf auch hat nicht seine 3 vergessen. Sekunden schon rausgefahren. Auf Ja, den aber er Chris muss ja Ham. auch noch weiter rausfahren. Ja, Das ist auch genau. noch so. Es sind immer noch 10 Runden, da kann noch einiges passieren. Zum Beispiel so ein Safety Car jetzt würde alles wieder durcheinander bringen. Sprint ist ja 21 Runden. Wie lange ist Rennen? Hauptrennen 29 Runden. 29 Runden. Gut. Sprintrennen hast du ja auch keinen Pflichtboxenstopp. Also einfach Ja, mit das den. weiß ich. Auf den 21 Runden harten einfach komplett durchballern die ganze Zeit. Ja. Ich muss mich jedes Mal an dieses Menü unten nochmal neu gewöhnen, weil ich habe ja F1 22 so gesehen so gut wie schon aufgegeben. Ich fahre wieder in 21 rum. Auch ein gutes Und da Game. ist, und da, ja, und da ist das Menü unten ein bisschen anders. Ja, Acker kann sich aber nicht so ganz von geile Brust lösen, Jo, die geile sich Brust jetzt auch auch mit 3 drei Sekunden Sekunden. hat. Und Steve auch schon wieder 3 Sekunden, das müsste jetzt schon 9 sein, ne?
Ich kann mal gerade kurz anschalten hier die Strafen. Ja, alle haben 3 Sekunden, außer Steve, der hat 9. Turtenau teilt sich momentan mit Leon die meisten Positionsgewinner. Und wir haben drei Verlierer, was Verluste angeht. Das ist einmal der Casey Wason, der Acker und die geile Brust. Mit jeweils 5 wahrscheinlich, ne? Ja, Genau. jeweils 5. Genau. Und Tottenhaut und Leon mit jeweils 7. Gewinne, genau. Ja, Leon hat sich halt zweimal gedreht. Beziehungsweise zweimal in Konflikte verwickelt. Wenn ich das mal so ausdrücken darf. Ah, Teller und Chris Ham ist wirklich ein interessantes Duell. Ich glaube, der Teller könnte tatsächlich ein bisschen schneller, wenn er Ja. dann doch mal an Chris Ham vorbeikommen könnte. Sieht es zumindest so aus. Es sieht ständig schon so aus, dass Teller schneller könnte, aber er kommt nicht vorbei. Also Chris Hem macht, was die Verteidigung angeht, wirklich eine extremst gute Arbeit. Genau. Weil, nicht böse gemeint, aber es wird schon Gründe geben, warum sich dahinter so ein Haufen an Autos ansammeln. Aber es macht's für die Zuschauer interessant. Und für uns Richtig. auch. Also beschweren wir uns nicht, wobei Teller jetzt da sehr, sehr nah dran war und ich glaube vom optischen her dann einen richtig guten Exit jetzt bekommen hat. Aber wie gesagt, vom. Das wird Nee, wahrscheinlich wieder das nicht wird wieder reichen. nicht reichen. Nee, das reicht wieder nicht. Teller muss immer noch dahinter bleiben. Der muss immer noch zurückschicken. Aber Ah, vielleicht reicht es ja hier jetzt mit dem jetzt, da Switchback. war. Hat sich der Chris Ham ein bisschen verbremst gehabt. Jetzt wieder Ja, und nebeneinander. Teller Teller könnte es jetzt könnte schon bei sich. schaffen. Da sehen Er wir es. zieht sich vorbei, wie es aussieht. Genau, und der Chris Ham Ja. muss sich hinter einordnen. Da haben wir endlich das Überholmanöver. Das ist auch jetzt Aber sehr wichtig für Teller, der auch ja die 3 Sekunden Strafe hat, muss sich also auch jetzt absetzen. davonfahren können. Absetzen Moment. können, genau. Genau, absetzen. Leon mit 3 Sekunden. Und jetzt bin ich echt an sich gespannt. Kann denn Teller irgendwie eine andere Pace vorgeben? Genau, und da geht Psycho Oh, Kizi auch an Locke Psycho, an vorbei. Locke. Sogar Psycho noch Kiese geht vor an der Locke vorbei. eigentlichen DRS-Geraden. Kann da Locke jetzt nochmal einen Konter setzen? Nein, dann Nein. macht er nicht. Auf jeden Fall Ah. hat sich Teller heute auch sehr stark unterwegs. Das sieht sehr konstant aus, was er hier fährt. Ah, Film mit Phil, 3 drei Sekunden. Sekunden. Ja, soll jetzt nicht böse sein, aber die 3 Sekunden machen da hinten leider auch nichts besser. Es ist die Der tut Wahrheit. mir gerade, tut mir gerade richtig leid, dass er da am Anfang so mit in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ja. Aber auch wenn sich der Abstand da in den letzten 10 Runden leider nur um gefühlt 3 Sekunden verringert hat. Ich muss aber dazu auch noch an sich sagen, er darf ja die Hoffnung nicht verlieren. Es ist erstmal so gesehen nur das Sprintrennen. Genau, Punkte gibt es nicht nur hier, sondern auch im Hauptrennen. Und wie man schon oft bei uns gehört hat, man bekommt sogar bei unserer Liga nur fürs Durchfahren schon einen Punkt. Und der Steve geht an Steel of Death vorbei. Ja, und man darf auch nicht vergessen, dass dieser Phil am Anfang des Rennens ganz hinten zwar, aber direkt am Feld starten darf. Natürlich. Von der Startaufstellung aus. Was bedeutet, er hat immer noch die Chancen, sich nach vorne zu kämpfen. Wie wir ja heute schon gesehen haben, es ist gut möglich. Ja, dieser Phil hatte beim Quali auch hat auch leider auch gecuttet, ne? Also wird er von 17 oder so starten auch, ne? Ja, nicht optimal, aber schauen wir wieder nach vorne oder irgendwo, wo es spannend ist. Ja, geile Brust und Acker fahren immer noch zusammen rum. Vielleicht zieht Acker seinen Teamkollegen so ein Ja, bisschen. es sieht nicht so aus, als könnte Acker da näher kommen an Big M. Der aber wiederum mit größeren, etwas leicht größeren Schritten an Ryan O'Connor rankommt. Das waren Ja. eben noch über 3 Sekunden. Jetzt sind es nur noch eine, der kratzt da am DRS-Fenster. Auf jeden Fall, sich Teller hat sich jetzt auch schon fast aus dem DRS-Fenster von Chris Hem rausgekämpft. Ja, hat aber immer noch, ist noch drin. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt reichen wird, den Ja, Schatten. reicht. Achso, nee. Das, also, Reicht auf jeden es Fall. ist noch Nee. offen, aber der Windschatten wird wahrscheinlich nicht so stark sein. Das heißt, der Nee. Kisi kann da einen Angriff machen. Ja.
nicht gereicht. Dafür war die gerade dann doch zu kurz. Richtig, aber wenn jetzt sich der Acker Jetzt, weiter, jetzt der nochmal. Teller weiter absetzen kann, Ja, dann das. wird kein DRS Dadurch, mehr dass. geben. Und geile Brust geht wieder an Acker vorbei. Das war wahrscheinlich jetzt auch. Man merkt schon, wie, man merkt Acker schon hat wieder. ein bisschen abreißen lassen müssen. Hatte wahrscheinlich einen Quersteher. Weil Hier. geile Brust ist jetzt doch über eine Sekunde weg von ihm. Eine Sache muss man gerade Über mal drei merken: Sekunden. Toto Naut spielt, fährt einfach gerade in seiner eigenen Liga. 6 Ja. Sekunden abgesetzt, seitdem er überholt hat vor, ich glaube, 4 Runden. Oder 5. Ich muss sagen, der Kiesel hat das eigentlich taktisch gar nicht so schlecht gemacht. Hat er den Chris Ham jetzt einmal unter Druck gesetzt, wodurch der definitiv den Anschluss auf Teller verloren hat. Ja, Also und das waren jetzt wirklich. spielt auch Teller seinem Teamkollegen definitiv. Obwohl, nee, Teller Nee, ist nicht sein Teamkollege. Teller Nee, ist der Teamkollege Entschuldigung. von Phil. Genau, und Marcel Juno ist der Teamkollege von Sam. Genau. Ja, Entschuldigung. Das Jetzt hier in aber Korps, nein, doch nicht. tatsächlich, was ich jetzt eben gerade sagen wollte, und zwar, es spielt Teller sehr in die Karten, dass der Psycho ihn so unter Druck setzt. Genau, dann so kann der Teller vielleicht sogar ein bisschen mehr ra noch rausfahren von seinen 3 Sekunden Strafen. Richtig. Und wenn er es schafft, könnte er vielleicht sogar Psycho Kisi noch hinter sich halten. Je nachdem, wann halt der Angriff kommt. Ja, der wird jetzt kommen. Außenrum, mein schafft es, der Kiesi. Ja, es Der sieht gut Chris Ham aus. Es sieht sehr gut aus. geht da wirklich eine sehr, sehr enge Linie, aber die enge Linie reicht leider nicht. Muss jetzt aufpassen, dass er nicht sogar von Locke noch überholt wird. Der hat Nee, sich schon Locke mal bleibt kurz hinter. gezeigt. Locke bleibt noch hinter. Und bin ich echt tatsächlich gespannt. Glaubst du, dass Locke an Chris Ham rankommen wird? Bestimmt, also da kann man bestimmt noch mit den letzten 5 Runden mit ein paar Angriffen rechnen. Ob es jetzt erfolgreich wird, wird man sehen. Aber es könnte sogar noch sehr, sehr knapp werden, dass der Teller vielleicht sogar, je nachdem wie er jetzt die Pace gehen kann, sich den dritten holen könnte. Das ist nicht ausgeschlossen. Ja, das stimmt allerdings. Aber Das ist solange nicht Chris Ham ausgeschlossen. das DRS hat, wird das schwierig. Ja, genau. Stand Weil, wie jetzt schaut. wäre Chris Ham auf der 3. Das wäre auch wieder ein sehr, sehr starkes Ergebnis. Chris Ham Und Teller im wäre gerade im Moment nur auf der 7 tatsächlich. Max ist auch noch mit drin. 3 Sekunden Fenster. Nee, nicht, ja, no, könnte knapp werden, tatsächlich, ja. Na gut, ja, fast. Doch, so fast ist der Grob drinne. überschlagen, kommt, würde Teller so auf die 6 oder 7 fallen, ja. Jo. Das ist richtig. Das darf man natürlich an sich nicht vergessen. Und je nachdem Hinten halt, geht. Chris Ham zieht halt alle hinter sich mit nach vorne durch das DRS. Genau. Da müssen wir ein bisschen gespannt bleiben, weil Psycho ist raus aus dem DRS, also ist noch nicht im DRS drinne vom Teller. Doch, obwohl Ja, jetzt ist er jetzt drin. schon. Der gab da, oh, da hat der Teller wahrscheinlich einen kleinen Fehler gemacht. Auf einmal 2,5 Zehntel verloren in einer Kurve. Da war bestimmt ein kleiner Quersteher. Ja. Das sah nach einem Cut aus für Locke. Wobei das Gleichgewicht zwischen Strafen und Strafenfreiheit doch recht ausgeglichen, ne? Ja, das stimmt Vielleicht ein allerdings. paar mehr Strafen. Elf Leute mit einer Strafe. Ja, also ist okay. Es sind Von jetzt 19 noch. Fahrern, 11 Leute. Ja, das ist wirklich okay. Und das auf so einer Strecke, wo man besonders schnell mal cutten kann. Kurve Richtig. 1, sehr, sehr beliebt. Oh, Rhino Con. Big M! Nein! Begelben, schon wieder. Hat da einen kleinen Fehler gehabt. Geile Brust und Rhino Connor sind durchgeschlüpft. Ne, geil, nur geile Brust. Nur geile Brust. Ja, Ryan O'Connor ist schon. Aber nee, ist gar nicht Er mal so war an weit Ryan weg. O'Connor dran. Locke auf jeden Fall jetzt auch ganz nah dran am Chris Ham. Und Casey Raisin mit der 3 Sekunden. Ah, das wird gleich sehr, sehr interessant. Ich mache mal die Strafen an, um nochmal einen Überblick zu haben.
mal die Positionsänderung an. Immer noch der Leon und der Turtlenaut. Aber Locke will hier definitiv an Chris Hemsworth vorbei. Oh, Mit dem jetzt der Switchback. Switchback, ja, weiß nicht, das könnte, nee, das reicht nicht, das reicht nicht. Geile Bust an Ryan O'Connor vorbei, direkt im ersten Ja. Versuch. Aka ist momentan der, was Positionsverlust angeht, sag ich mal, der höchste. Größte Verlierer. Ja. Schade, den hätte ich normalerweise auch weiter vorne gesehen heute. Ja. Den A-Fahrer sieht man natürlich öfter mal weiter vorne. Ja, naja gut, das Formels ist die F2 Boliden, da Ja, stimmt auch wieder. kannst Stimmt auch wieder. nicht so Vergleiche machen, Ich habe schon wieder fast vergessen, dass wir in der F2 fahren. weil das ist ja immer. Oh, Locke vielleicht jetzt auf der DS-Geraden. Ich glaube, die ist nicht lang genug. Nee. Ja, die reicht leider nicht. Geile Brust auch wieder mit 3 Sekunden. Kommen wir jetzt auf 6. Man darf aber nicht ganz vergessen, das hier ist ja schon fast eine Rennlänge. Darf man ja nicht vergessen. 8 Runden länger ist ja das Rennen, so wie du es mir vorhin beschrieben hast. Richtig, 29 Runden warten jetzt gleich noch auf uns. Aber warum ist das Sprint? Warum ist der Sprint so lang? Das frage ich mich. Das Sprintrennen ist meines Wissens nach 75% des Hauptrennens in der F2. Müsste auch ungefähr hinkommen, oder? 75% von Ja, 29 das müsste kommt hin. ungefähr. 7, wenn du das jetzt so an sich durch 7 teilst, wären es halt 28 Runden, ne? 7 mal 3 sind 21, was würde das an 75%? Also, ja. Ja, und da geht Locke an Chris Ham jetzt außen rum, vielleicht. Oh Ja, ja, hat er geschafft ja. und dahinter Casey Raisin und Max. Vielleicht auch noch. Schöner Vierkampf hier. Ja, leider keine gute Kameraperspektive. Doch, von Casey hat man eine gute Kameraperspektive. Ich bin onboard mit Max, ja jetzt in die erste Kurve, vielleicht. Ja, Ah, muss da nee, dann doch Casey. zurückziehen, ansonsten hätte es eine Jo. Berührung gegeben. Schön gesehen vom Max, er war weiter hinten. Was bedeutet, er musste zurückziehen. Wo es auch spannend ist, ist bei Ryan O'Connor. Der Krieger mit drei kann nicht Sekunden. direkt die Pace von Geile Brust mitgehen. Das wird Auf sogar jeden auch Fall noch sehr interessant. spannend. Quisi und Teller jetzt. Sehr interessant, habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ganz Ah. nah aneinander. Und Teller ohne DRS. Was wird auf den DRS geraten, wird er wahrscheinlich ein sehr schweres Spiel haben. Turtlenaut mit Turtle noch weiteren 3 nochmal. Sekunden. Ja, das dürfte Aber sogar damit sind trotzdem es noch nur 6. Damit sind es nur 6. Damit sind es nur 6. Ja, der Der hat 9 Kisi Sekunden weg. müsste jetzt an Teller vorbei und dann nochmal 3 Sekunden aufholen. In Ich zwei glaube Runden. Das wird sehr, nicht. sehr anstrengend. Ich glaube nicht, dass es klappen wird. Wenn Turtlenaut keinen Fehler macht, denke ich, der wird hier auf der 1 das Rennen beginnen. Und schön, dass wir auch aufmerksame Zuschauer haben. Danke, Finn. Teller und Teller, Wheezy. Quisi. Teller Ja, und Wheezy. Wheezy. Ja, die Der Sorge ist. Wheezy. Ja. Da Ich sag ja hast du nur Finn. Kylo Wheezy oder was ich vorhin gesagt habe, ne? Oh, hier tatsächlich. Der Wheezy Oh, geht jo. außenrum vorbei. Ah, Wheezy. Mensch. Finn, jetzt hast du da wieder was ausgebrüht. Unser Wheezy. Ja. Und Big M auch an Ryan O'Connor vorbei. Ja, Max auch sehr nah, immer noch am Casey mit dran. Verliert hier aber leider ein bisschen bei den Ausgängen. Wobei man Psycho auch jetzt nicht abschreiben darf. Ich habe keine gute Kameraperspektive. Ich sehe gar nichts. Ja. So. Locker mit 3 Sekunden. Oh, das ist Das tut natürlich jetzt jetzt. weh, das tut jetzt weh. Das hätte jetzt Locke hätte tatsächlich auch auf den dritten fahren können noch. Ja, jetzt das. Der Traum ist natürlich jetzt ausgelebt. Der ist jetzt ausgeträumt, der ist jetzt geplatzt. Ja, Aber jetzt Finn. guck. Teller und Wheezy, dabei halte ich mir. Wollte schnell schreiben. Ja. Teller und Wheezy. Wie gesagt, Wheezy auch kommt sehr nah ran. da hast du jetzt wieder Nach der was ersten DS ausgebrüht. gerade. Haha. Chris Aber Ham aber hier. immer noch an Locke dran. Wird auf jeden Fall Man da die sieht. Position noch gewinnen. Man sieht hier definitiv, dass Wheezy die besseren Ausgänge hat. Ja, stark. Jetzt haben wir wieder. Können wir Finn, wieder Finn, was? Finn. Du hast irgendwie. Jedes Mal, wenn du irgendein Stream bist, läuft irgendwas falsch bei dir. Erst ist es die Brühe, jetzt ist es Wheezy. Was für eine Eieiei. Brühe. Die Story kennst du nicht? Oh Mann. Nein, Oh kenne Mann, ich oh Mann. nicht.
Bildungslücke nennt man in sowas einem, auch. vorangegangenen Stream. Warte mal kurz, Casey Raisin. Hier, nebeneinander. Mit dem Chris Ham zieht er sich vorbei. Und Oh, Steve auch wieder immer drei noch Rad am Sekunden. Rad. Immer noch Rad am Rad. Ah, kann sich Und. der Chris Ham nochmal zurück? Nein, Casey Racing geht Nein. vorbei. So. Auch wenn es wahrscheinlich nichts gebracht hat durch Oh, aufgrund der aber guck mal Zeitstrafen. dahinter direkt. Der Max. Und der Chris Der hier Ham. direkt. Ah, hängt auch direkt dahin dran. Und Casey Raisin holt sich 3 Sekunden. Ja, wie Marcel, you know. Genau, Finn, ohne dich wäre es nur halb so lustig. Na, die Story ist so, der Finn meinte, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, bei Erkältung, anstatt einen Tee in eine schöne warme Brühe zu schlürfen. Ja, ist doch gut. Ja, und dann haben wir in einem Stream dann die ganze Zeit Brühwortwitze gemacht. Ganz schön aufgebrüht von euch, also wirklich. Genauso. Ja, Ja, der hat's verstanden. kann ich relaten, finde ich gut. Ah, der Psycho Kiese hat anscheinend Fehler gemacht. Oder macht. Scheint so, ja. Der war vorhin direkt am Teller dran. Ja, vielleicht macht er auch einfach nur entspannt, weil er weiß, dass er die Position sowieso Mein Mann. gewinnt. Endlich mal ein wahrer Ein wahrer Brühetrinker. Brühetrinker. Gut, auf jeden Fall, wir sind schon an sich bei der letzten Runde. Turtle Note, der sich 12 Sekunden fast zum Teller abgesetzt hat, geht hier jetzt gleich auf die Zielgeraden und wird wahrscheinlich das Rennen. Ja, wird das, hat das Ja. Sprintrennen auf jeden Fall gut gewonnen und Gewonnen. sogar noch die schnellste Runde geholt. Stark. Teller wird die Direkt Position dahinter. gegen Oh, Kisi Max eventuell. verlieren. Max eventuell noch. Aka geht an Ryan Nee. for Cotton Connor von noch vorbei. Psycho Kisi geht aber als Dritter über die Linie, holt sich die Position von Jo. Teller. Locke als Vierter, Chris Chris Ham als Ham Fünfter. Fünfter. Geile Geile Brust Brust. 6. Chris, der Big M hat sich auf die 7 gerettet. Nein, Max rutscht noch eins vor auf die 6. Ja. Acker 9, Ryan O'Connor 10, Casey Raisin 11, Krieger auf die 12, der Alex auf der 13, Leon die 14. Dann kommt der Marcel über die Linie auf der Die 15. 15. Die 15, die haben wir direkt beim nächsten, beim Steve als Zeitstrafen. Dadurch rutscht Ja. der Steel of Death nach vorne. Auf die 16 Steve auch Technik auch noch an sogar Steve noch vorbei. von Techtin überholt. Da Somit kommt der Steve und Techtin, dann kommt der Phil. der Phil. Du musst, hast dich tapfer durchgeschlagen. Du Aber hast wir wenigstens das haben, Rennen beendet. Hey, du das hast können nicht das Rennen viele von sich beendet. behaupten. Und wir haben kein Safety Car und auch Oh. oh, in der letzten Kurve nochmal schön. Einmal für die Ehre. Einfach für die Ehre. Wir Schön haben gemacht. kein DNF und kein Safety Car gehabt. Bitte, Und das bei einer fast kompletten Rennlänge. Und das bitte im Rennen beibehalten. Ja. bitte im Rennen beibehalten. Turtle Note, Fahrradstar verdient Fahrer verdient. des Tages, hat sich schwer durchs Feld gekämpft und auch vorne sehr, sehr stark abgesetzt. Gefühlt in jeder Runde in die neue Schnellzone gesetzt. Ja. Auch da, auch, aber auch Leon von den Positions. Gewinnen sehr, sehr stark mit dabei. Und dann. Aber man darf jetzt nicht vergessen, er hat jetzt einen Tweezy im Nacken, also einen Reezy hat er im Nacken. Darf man nicht vergessen. Ja, aber jetzt startet auch der Big M vorne. Im Sprint, im Hauptrennen meine ich. Der Big M auf der 1, dann der Psycho Kizi und dann der Turtle Note. Und Start ist 20:55 Uhr. Bekomme ich gerade. Dann würde ich mal behaupten, machen wir eine kurze Kurze Unterbrechung Pause, ja. und hören uns dann quasi passend zum Start wieder. Jo. Ich hoffe, keiner schaltet ab, denn gleich geht es hoffentlich genauso spannend mit guten Überholmanövern weiter. Vielleicht geht's erst richtig los. Nicht weiter. So, aber ich mache auch erstmal sich eine Pause und wir hören uns gleich.
So, ich bin jetzt wieder da, denn So, ich es soll auch. weitergehen. Ja, perfekt. Es Ich hab ne soll Studentenfutter von unten geholt. Studentenfutter, das kenne ich nur zu Ja. gut. Na, Nüsse und Rosinen. Kenne Ich ich hab nur halt. zu gut. Jo, das ist billig, aber es ist gut. Ich meine, mein Gott. Brauche was essen. Ja, Studentenleben ist hart. Also für mich, finde ich. Ja, ich bin kein Student. Ich schon. Ich esse es einfach, weil es mir schmeckt. Jo, gut, kann man machen. So, Immerhin. 29 Runden. Jo. Mal schauen, wie die Reifenwahl ist. Das ist natürlich jetzt interessant. Sehr, sehr wenige auf den Harz unterwegs. Big M auf den Harz vorne. Dahinter Psycho Kizzy, Ja. Turtle Note, Max, geile Brust. Auf Soft. Acker wieder auf Hart. Locke auf Soft. Teller und Casey Raisin auf Hart. Der Chris Ham, der Alex, der Krieger und auch Ryan O'Connor auch auf Soft. Dann Marcel, you know, auf den Harts. Phil auf Soft. Techtin und Steel of Death auf Hart. Der Steve und Locke ebenfalls wieder auf den soften Reifen unterwegs. Ja, dann schauen wir mal, wie die unterschiedlichen Reifen am Start sich entwickeln. Ja, also auf jeden Fall, man sieht schon mal, dass bis hin zu geile Brust, also von Psycho bis hin zu geile Brust, ne? Die wollen definitiv auf Angriff gehen. Und Big M möchte er wahrscheinlich auf erstmal so ein Langstrecken Rennen gehen, um dann eventuell am Ende nochmal angreifen zu können. Ja, vor allem wird es jetzt interessant. Also für mich, ich finde es spannend, wie die Fahrer da die Strategie gesetzt haben, weil wir haben gesehen, 21 Runden gehen mit dem Harten definitiv. Wie lange Ja. können die Soften gehen? Das ist für mich gerade sehr interessant, Ja, vor allen weil. Dingen kommt ja auch auf den Abrieb drauf an, definitiv. Ja, genau, weil je nachdem, wie lange die Soften jetzt besser sind. Wenn die Soften wirklich 10 Runden halten, dann kann der Big M auch die letzten 10 Runden quasi mit leichterem Auto mehr Attacke machen, als Richtig. dann doch jetzt die jetzt schon auf Soft starten. Dementsprechend wird das sehr interessant. Ich gehe aber mal stark davon aus, dass der Big M da doch schon die Position 1 definitiv verlieren wird in der ersten Runde. Es kommt sehr Also auf es den wird Start drauf an. definitiv Soft-Hard-Strategien geben. Definitiv. Ja, es gibt keine anderen Reifen. Ach so. Auch wohl. Ryan O'Connor von der Sessions qualifiziert. Ja, man sieht meine Formel 2-Kenntnisse halten sich in Grenzen. Ja, ist teilweise komisch. Manchmal hast du Medium und Soft, manchmal Hard und Soft, du manchmal sogar die Super Soften. Hilfe, Hilfe, da kommt man schon mal sehr, sehr Die durcheinander. existieren noch? Die existieren in der Formel 2 noch, genau. Okay. Auch gut zu wissen. Und da So, gehen die aber die Lichter Rechner gehen aus. aus. Und Sehr da, schneller Start. na, das könnte mal wieder ein bekannter Bug gewesen sein. Weiß ich nicht, also bisher sieht es nicht Es alles so gibt aus, einen, aber. doch, doch, es gibt einen Bug, dass der Host immer leicht verzögert grün an, also die Lampen ausgehen. Deswegen Kiesi auch jetzt schon sehr, sehr weit vorne. Aber ich möchte natürlich nichts beschreien, kann auch einfach nur eine ganz, ganz starke Reaktion sein. Warte Aber mal, hinten ist nicht Alex. Turtenaut, vorhin auf den Harten gestartet? Nein, der ist auf Der Soft da. gewesen. Und hinten hat sich Alex gedreht. Ach ja, stimmt. Ah ja, stimmt. Ja. Geile Brust geht an dem Big M vorbei. Nein, doch nicht. Jetzt wieder Big M vorne. Aber da wieder sehr, Nee. sehr Rad an eng. Rad auf jeden Doch, Fall. jetzt doch Jo, wieder jetzt. vorbei. Und auch der Max geht ja jetzt mit vorbei. In Kops außenrum. Sehr, sehr vorsichtig da das Ganze. Und jetzt schlüpft er auch Ja. noch Locke mit durch.
durch den schlechteren Ausgang, den er halt an sich bekommen hatte, musste halt Big M jetzt sehr zurückschenken. Und vor allen Dingen auch wegen den härteren Reifen. Ja, genau. Jetzt kommt Acker, der auf den gleichen Reifen ist wie Big M. Da wird es wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Wenn die nicht von hinten von Chris Hamm überholt werden. Genau. Und vorne Turtle Nord und Psycho Kizzy fahren da vorne direkt schon weg. Ja, Und der man Turtle sieht auch Nord hier. vielleicht. Ja, oh, gelb Sektor 3, da Big M. Big M, nein, nicht schon wieder. Damit ist es schon heute an sich zum zweiten Mal passiert. Big M, der mal wieder Wieder irgendwas, da hat irgendwie. wieder irgendwas nicht hingehaut. Weiß nicht, ob es jetzt selbst verschuldet war oder ob er wieder Ja, zur ich falschen war Zeit nicht am drauf, falschen ich Ort hab's leider war. nicht gesehen. Er kann durchaus beides gewesen sein. Und hier vorne geht's auch rund. Casey Raisin gegen Phil und dahinter Krieger. Jetzt hat der Krieger vielleicht einen besseren Exit bekommen als Casey Raisin. Aber das sieht nicht so aus, als könnte da was machen. Nein. Oh, vorne, Und Chris da Sam am kommt Acker Chris Hamm vorbei. an Acker vorbei, genau. Aber auf den Soften ist es auch, war es eigentlich nur abzusehen. Das stimmt wohl. Und dann gucken wir mal, ob eventuell sich der Teller sich am Acker vorbeiziehen könnte. Weil die beiden haben ja schließlich die gleichen Reifen. Und das bedeutet, durch den Windschatten könnte Teller hier definitiv einen Angriff starten. Ja, Teller muss aber aufpassen auf Phil. Nicht, dass der auch noch da irgendwie mit reinkommt. Weil die beiden sind Teammates, die müssten eigentlich ein bisschen abgeklärter sein. Ja, ich glaube, die schlauste Variante wäre es, wenn er Phil durchlassen würde, dass Phil auf Angriff geht und dann eventuell mit durchschlüpfen könnte. Und vorne geht der Turtle Nord am Psycho Kizzy vorbei. Ja. Ja, Turtle leider Nord hat gerade auf jeden nicht Fall eine gesehen. sehr starke Pace, das muss man ihn definitiv lassen. Hinten geht Steel of Death an Techstin vorbei und Big M auch an Techstin, beide in einer Kurve. Turtle Nord mit der deutschen letzten Runde 1:41,7. Der meisten Positionsgewinne hat der Leon wieder mit 7. Ja, Verlust der Big M. Ja, mit 7? Leon ist doch Mit. nicht von der 17 gestartet, von der 19 gestartet, Doch. oder? Doch, doch. Im Hauptrennen gilt das Ergebnis des Qualifyings. Ach so. Ach so. Okay. Okay, das Aber ist halt schon mal interessant zu wissen. unverändert. Ja. Und im Sprintrennen werden dann nur die ersten 8 rumgedreht, Die verstehe. ersten 10, die ersten 10. Die Aber ersten ja, 10. genau. Ah, okay. Gut. Und hinten geht Big M an Steel of Death auch wieder vorbei. Naja, hier vorne ist auf jeden Fall an sich auch ein sehr interessantes Aufeinandertreffen. Und zwar zwischen Max und Geile Brust. Ja, Da könnte sich bin ich definitiv auch natürlich schon was drauf. entwickeln. Diese Runde ist auch DRS Psycho. aktiviert. Ja, Also da kann er Psycho definitiv. fährt wieder mit Turtle Nord in ihrer eigenen Liga. Geil, Weezy. Der Weezy wurde vom Brühetrinker mit ins Leben gerufen. Aber ne, da gibt es schon mal keinen erfolgreichen Angriff bis jetzt. Naja, hinten Max auch nicht. Locke ist auch noch mit dabei. Chris Hamm muss abreißen lassen von der Gruppe davor. Acker kann sich aber im DRS-Fenster halten von Chris Hamm. Jo. Und da, also noch ist das Feld sehr, sehr nah aneinander. Ja, vor allem hinten bei Ryan O'Connor und bei Leon könnte definitiv noch was kommen. Ja, wo es auch gerade sehr, sehr knapp war bei Phil und Teller und Casey Raisin auch mit dabei. Und auch direkt dahinter sein Teamkollege, der ist ja auch noch mit im Spiel. Aber es ist ja momentan ein riesengroßes DRS-Fenster. DRS-Train. Und gucken wir mal, der Max vorne
Bleibt auf jeden Fall sehr nah an deine Brust dran, kommt auch immer näher im Windschatten. Ja, jetzt durch Maggots Beckett's Chapel wird es halt dann kritisch. Drache vom Ausgang. Die muss er gut treffen. Gucken wir mal, wie es Das sieht aussieht. sehr, das sah sehr, sehr gut aus. Ja, der Ausgang lässt sich sehen, definitiv. Und jetzt im Windschatten, vielleicht an der geilen Brust vorbei. Innen rein, Max, jetzt ja. Das, ja, Ja, na, muss, nee. war sehr, sehr vorsichtig, sehr, sehr vorsichtig. Aber besser zu vorsichtig, anstatt irgendeinen Crash verursachen. Phil, ganz nah am Teller? Okay. Ja, Phil kommt da nicht ganz so durch, wie er will wahrscheinlich. Auf den Softs. Nee, bei mir ist es damit irgendwie ein bisschen verbuggt. Hä? Hallo? Und da Achso, gab es jetzt. die Berührung. Phil dreht sich weg. Okay, ja, ich hab's gerade auch noch gesehen. Bei mir hat's eben gerade keine Autos angezeigt. Ich wackel eben so, hä? Ich war onboard mit drauf, konnte es genau sehen. Gut. Und Sehr schön. der Big M geht am Geburtstagskind vorbei. Dem Steve. Herzlichen Glückwunsch noch von mir. Habe ich heute noch gar nicht geschrieben, glaube ich. So. Ja, vorne Kampf um Platz 3 ist auch spannend. Geile Brust, Max Natürlich. und auch Locke da mit drin. Ja. Locke auf jeden Fall zeigt dir heute auch wieder ein sehr starkes Rennen bisher. Ja, kämpft da definitiv auch im Sprintrennen gerade schon aufs Podium mit. Gerade hat Ich es ihm meine. leider die Zeitstrafe streitig gemacht, das Podium. Natürlich, aber eventuell sich, wenn sich hier Max um Brust betteln, kann er vielleicht ja was machen. Und zwar, wenn die beiden nämlich tatsächlich hier Rad an Rad irgendwo reingehen sollten, wird das hier nicht schnell werden. Ja, Das hier passiert kann man genau gerade jetzt. schon. Max und geile Jo. Brust, da wieder Rad an Rad. Und jetzt ist Locker auch direkt dran, auf ein Zehntel. Okay, jetzt nicht mehr. Oh, Teller da aber auch am Getriebe von Acker hinten dran. Ja. Acker hat aber auch an sich die harten Reifen, darf man. Nee. Nee, hat er nicht. Hat er nicht. Hat er nicht. Oh, Sehe ich kommt da gerade. sehr schlecht aus der letzten Kurve raus, der Teller. Der Acker meine ich. Jetzt der Teller, also Ja. sehr, sehr stark gecuttet da. Aber das wird jetzt wahrscheinlich reichen in die letzte Kurve rein. Gelb im dritten Sektor. Was ist da Da passiert? hat sich, glaube ich, der Steely gedreht gehabt. Und Teller ging an Acker vorbei. Leon gegen seinen Teammate. Da wird aber hart gefightet. Und das hilft dem Marcel, der jetzt an Leon vorbeigeht. Kann er das halten jetzt in der Linkskurve? Ja, kann er halten. Leon jetzt vielleicht innen nochmal rein. Das kann sehr, sehr knapp werden noch. Und der Leon konnte sich kurzzeitig vorne halten. Das heißt, wahrscheinlich mit dem besseren Exit. Big M auch direkt dahinter. Sehr, sehr spannend hier gerade. Und in Cops. Sehr, sehr starkes Manöver. Schönes, Oh, schönes Battle Max da. mit einem besseren Ausgang als geile Brust könnte jetzt definitiv den Angriff starten. Ja, Setzt nebeneinander sich waren auch die ja eben auch daneben. schon. Nebeneinander waren die ja jetzt schon die letzten drei Runden an der Stelle. Hat aber bisher Ja, noch nie und Max gereicht. bleibt immer noch vorsichtig. Ja, find dann nicht den Grip, um da dann doch mal vorbeizugehen. Leo mit 3 Sekunden. Ja. Und vorne der Turtle Nord hat den Kisi dann doch schon aus dem Der ist bereits DRS-Fenster. rausgekommen. Definitiv Gelb im interessant, was Sektor der Turtle 3, Nord. da steht Steve. Der Steve. Da steht das Steve, das Geburtstagskind. Schade. Max bleibt aber wirklich hartnäckig da an geile Brust dran. Ja, Jetzt will auch hier vielleicht. direkt den nächsten Angriff. Bremst sich spät rein. Oh, fast eine Berührung. Fast den Berührung jetzt vielleicht außenrum. Kriegt er da dann den besseren Exit jetzt? Wahrscheinlich nicht, nein. Nee.
Sehr gleich der Exit. Jetzt mit dem Windschatten in Kops rein vielleicht. Teller und Nee, Acker das ist wird auch nicht am reichen. Gegeneinander. Ah, sehr, sehr Weil. spannendes Battle da um Platz 3 gerade. Ja, sehr starkes Racing von den Jungs. Was natürlich Psycho in die Hände spielt, weil er sich nämlich dadurch absetzen kann. Oh, aber Oh, jetzt. das war kein guter Exit für geile Brust. Ja. Und da wird Vielleicht. jetzt wahrscheinlich Max leichtes Spiel haben. Jetzt geht auch Jetzt nach diesmal innen. sogar Jetzt innen. geht's. Und ist oh, sehr früh auf der Bremse. Aber kann sich da vorne halten. Kann Jo, sich vorne halten. Hat Max die Position endlich gewonnen. vorbei an geile Und Brust. hinten Nach Big einem M auch wirklich. an Leon. Locke jetzt auch vielleicht direkt mit hinterher. Chris Ham fährt da ganz gemütlich, ist 4 Sekunden hinter dem Battle um Platz 3. Und Teller auch 4 Sekunden dahinter. Also Chris Ham kann ganz gemütlich sein Rennen gerade fahren. Dann kommt der nächste DRS-Train. Der geht von Teller bis runter zu Leon. Auch immer sehr, sehr schön zu sehen, dass die Fahrer es doch hinbekommen, so eng aneinander zu fahren, ohne dass es da auch Fahrunfälle gibt. Ein paar kleinere Berührungen gibt es zwar manchmal, aber jetzt keine wirklich sonderlich großen. Solange sich niemand hier wegdreht, aufgrund von jemand anderem. Aber Max kann sich auch direkt schon absetzen. Geile Brust ist schon eine Sekunde dahinter. Das hilft Locke jetzt. Der vielleicht jetzt vorbeikommen könnte mit DRS-Hilfe. Wobei 4 Zehntel in F2 Boliden, 5 Zehntel, 6 Zehntel jetzt doch schon. Sehr, sehr hart werden. Wahrscheinlich wird das nichts geben. Tolle noch mit 3 Sekunden. Oh je, oh je, oh je. Damit ist er dann jetzt Eine laut jetzigem Sekunde Stand hinter hinter Psycho. Kisi. Ja. Schaue ich mal runter zu Ryan O'Connor. Ich schau mal zu Casey. Was hier so abgeht, ist nämlich ein schönes Dreierbattle. Ja, der Krieger kam nicht ganz hinterher. Nee, ich meine, hier ist ein Dreierbattle zwischen den Casey, den Acker und den Teller. Ja, ich weiß, der Krieger kam nicht ganz hinterher, weil das war vorher auch ein DRS-Train. Der Krieger musste ein bisschen abreißen lassen. Wobei er jetzt auch wieder mit dem DRS-Fenster drin ist. Ich glaube, es hat leider nicht ganz gereicht für ihn. Steve mit 3 Sekunden. Ja, hier die erste Gerade scheint anscheinend nicht lang genug zu sein, um ein richtiges Manöver abziehen zu können. Und der gute Kisi, der holt sogar langsam aus sicher Zeit auf den Turtlenaut. Die Softreifen, wir werden es ja an sich jetzt sehen, ob die jetzt langsam aber sicher abbauen. Weil wir sind ja schon bei 8 Runden. Abnutzung. Genau. Da müssen wir immer den Teller und den Chris Ham im Auge behalten. Casey Racing mit der 3 Sekunden Zeitstrafe. Genauso wie Big M und Ryan O'Connor. Die hängen da auch direkt hintereinander. Da kann es sogar jetzt zum Angriff kommen. Big Es M gibt hängt da sogar den sehr, sehr ersten nah dran. Boxenstopp von Kisi. Ja, das könnte sogar schon ein Undercut gewesen sein. Und da gab es auch, Werden glaube ich, eine sehen. kleine Berührung zwischen Ryan O'Connor und Big M. Big M bremst sich da jetzt sehr, sehr spät rein. Ryan O'Connor mit dem Switchback vielleicht. Nein, nein, das reicht nicht. Wo kommt der Kisi raus? Fährt jetzt erst weiter, verliert sehr, sehr viele Plätze. Sehr, sehr viele Plätze. Fällt da wirklich extrem weit zurück. Ich weiß nicht, ob der Undercut wirklich so eine gute Idee ist, weil er kommt hier relativ im Verkehr raus. Ja, Oder? es geht jetzt erst wieder auf die Strecke. Also geht. Hinter Echt. Phil.
Hat aber jetzt ein paar Sekunden wenigstens freie Fahrt. Ja. Solange der Philly nicht zu lange auffällt, könnte der Undercut gut funktionieren. Wenn er ihn überhaupt auffällt, ist natürlich die Sache, was aber irgendwie nicht so danach aussieht. Ja, muss er erstmal 5 Sekunden noch rausfahren. Ich denke, bis der die 5 Sekunden auf ihn aufgeholt Ausgibt. hat, der wird der Phil auch reingekommen sein. Aber Locke und geile Brust immer noch hintereinander. Locke kam da nicht ganz so im entscheidenden Moment nah genug ran, um da doch ein Überholmanöver zu machen. Man sieht auf jeden Fall, dass die Softs sehr stark abbauen. Ich sehe sogar mit einem Big M und einem Krieger. Ja. Big Da M wird jetzt wahrscheinlich schießt hier heran. auch direkt durchkommen. Genau, und da ist es schon passiert. Big M vorbei am Krieger. Jetzt gehen auch einige weiter an die Box. Einmal der Chris Sam, Max einmal die bleibt geile Brust und draußen einmal und der geile Turtlenaut. Brust auch. Ne, geile Brust ist draußen geblieben. Genauso wie Max, Turtlenaut und Locke. Also. Genauso wie Chris Hamsen reingegangen. Und dann wird es jetzt spannend. Wo kommt der Kisi? Der fährt jetzt auf die Hamilton Straight. Also die Start-Zielgeraden. Und der Turtlenaut fährt jetzt auf die Strecke. Das heißt, 3,5 Sekunden, als der Kisi reingekommen ist, waren es noch knapp unter 2, bis der Turtlenaut jetzt die Reifen warm hat. Könnte der Kisi sogar ein paar Zehntel gut gemacht haben. Weiß ich nicht, sieht irgendwie. Ah, Turtlenaut geht direkt an Phil vorbei. Ja, deswegen sage ich, das sieht irgendwie Ah, nicht so danach aus. wobei der Phil hält vielleicht jetzt innen nochmal rein. Oh ja, tut er auch. Hat heute noch zieht vorbei. Und das bedeutet jetzt, dass Kizi ohne die Hilfe von Phil wahrscheinlich Zeit verloren hätte, aber jetzt hat er die Zeit wieder inne. Ja, wahrscheinlich, also ist recht gleich geblieben. Also der Undercut nicht, doch nicht ganz so aufgegangen. Ja, wo jetzt gewinnt er sehr viel Zeit. Jetzt kommt der neue führende Max rein. Geile Brust auch direkt hinterher. Und dann haben wir die Hartfahrer vorne. Teller auf der 1, Acker und Casey Rasen. Gucken wir mal, wie Teller die freie Fahrt nutzen kann. Aber er hat die, glaube ich, schon die ganze Zeit, oder? Ja, hat er die Ja, ganze Zeit schon, ja. hat er schon die ganze Zeit. Ja, hier sehen Gibt wir es hier die wildes Positionsänderung. Getausche? Bringt doch den Big M wieder weit nach vorne, der auf hart gestartet ist. Ist jetzt nur noch, na doch, knapp 2 Sekunden, ja, ein bisschen mehr, vom Führenden entfernt. Muss aber ja natürlich auch nochmal in die Box. Ja, das ist klar. Und Dementsprechend mit die spannend wird es für ihn und auch die anderen drei vor ihm, wie lange die vier, beziehungsweise Marcel ja auch fünf, ihre Softreifen am Ende beanspruchen können. Wobei ich sehe, der Marcel, der fehlt vorne rechts leider ein bisschen was vom Flügel. Phil ist immer noch auf den harten Reifen drauf, auf den Softreifen draußen. Phil immer noch auf den Soft, okay. Nach 11 Runden. Ja, vielleicht verfolgt er ja irgendeinen Plan. Vielleicht möchte er die harten Reifen so frisch wie möglich halten, dass er damit komplett durchpushen kann. Möglich, so ein ganz frisches, harter im Vergleich, wenn so 3 Runden, 4 Runden schon abgefahren sind, ist dann da doch schon nicht gar nicht so schlecht. Und Casey Oh, und Rasen Casey geht an Acker Racen. vorbei, genau. Nee, geht Oh. noch nicht an Acker vorbei. Er muss hinterbleiben. Muss hinterbleiben, genau. Das sah aber auch sehr nach einem Cut aus auf der Innenseite. Und Big M ist jetzt auch durch den Kampf da auch näher rangerückt. Ja, jetzt gibt es hier ein richtig schönes Dreierbattle. Um Platz 2, genau. Vielleicht Tech ziehen drei Team, Sekunden. genau. Und Phil in der Box auch nach Ja, 12 gefahrenen Runden geht er auch mal. das war nachzusehen. Also das war jetzt langsam aber sicher.
klar, dass er jetzt reingehen wird. Ja, Big M kommt auf jeden Fall sehr stark ran. Hatte natürlich auch an sich den optimalsten Windschatten. Ja. Ja, wir waren alles noch nicht in der Box. Der Techteam war es noch nicht. Der Steel of Death. Und die ersten fünf haben noch keinen Stop gemacht. Bedeutet, von denen werden wir definitiv noch einen sehen. Müssen wir einsehen. Gucken wir mal. Der Ausgang von Big M sah eigentlich ziemlich gut aus mit optimalem Windschatten dazu. Ich glaube aber nicht, dass es für einen Angriff reichen wird. Vielleicht im Anbremsen? Oh, gar sehr, sehr optimistisch Nee. da. Aber das hat Ja. nicht gereicht. Vielleicht jetzt mit einem besseren Exit. Aber nein. Da ist er zu weit hinten. Aber ich sehe gerade, der Turtle Nord schießt da mit großen Schritten auf den Marcel auf. Ja, und Vielleicht ist fast 3 Sekunden weg vom Psycho. spielt da Team Hightech das ultimative Team Game. Und der Marcel, der auf ja doch jetzt älteren Harten schon ist, kann da vielleicht sogar seinem Teamkollegen helfen, noch ein bisschen, Wenn dir mal den Turtle Nord indem er den aufhält. Turtle Nord ein bisschen aufhält. Muss nicht lang sein, aber einfach nur so, dass der Kisi vielleicht sich in den 3 Sekunden halten kann. Was ihm ja momentan sehr schwer fällt, Genau, wie deswegen man ja. sagen muss. Und da vorne der Acker ist auch wieder an den Teller rangekommen. Zieht damit aber auch den Casey Raisin und Big M weiter mit nach vorne. Bin gespannt, wie die sich schlagen, wenn es jetzt in die Boxenstops geht. In ein paar Runden für die. Weil ich denke, wenn man von dem härteren Reifen auf den weicheren wechselt, könnte da doch schon der Undercut deutlich stärker sein, als andersrum es eben der Fall war. Ja, wir haben ja vorhin an sich gesehen, dass Squeezie jetzt nicht wirklich durch den Undercut Zeit gewonnen hat. Genau, aber ich denke, wenn alter, härterer Reifen gegen einen frischen, weicheren getauscht wird, da der deutlich schneller auf Temperatur ist, dass der Undercut da doch schon deutlich stärker sein könnte. Dementsprechend wird es interessant, wie die vier sich dann aufteilen hier. Turtle Nord Turtle mit Nord drei weitere 3 Sekunden. Sekunden! Damit hat er jetzt 6 Sekunden. Das ist auf einmal nicht mehr so gut. Aber dafür neue schnellste Runde. Die setzt er tatsächlich am laufenden Band. Hinten geht Leon an seinem Teamkollegen Ryan O'Connor Big vorbei. M hat sich verbremst! Oh, und direkt sehr, sehr viel Anschluss verloren. Und der Turtle Nord läuft wirklich tatsächlich jetzt auf den Marcel Junot auf. Und hinten geht's geile Brust hinter Locke. Ja. Ich bin mir Vorne jetzt auf gerade jeden Fall durch sogar. der Acker auch, zieht langsam aber sicher auch am Teller ran und ist sie jetzt gleich auf der S-Geraden nach Chapel. Ja, das könnte durchaus reichen, wenn der Abstand so bleibt. Ah, Nee, wahrscheinlich der jetzt wieder ein Ausgang war bisschen nicht zu gut viel genug. gewesen. Casey Raisin auf jeden Fall hat mehr Topspeed als Stärker. Oh! Bleibt da Acker. eben nicht, was das war, aber Teller eben gerade mit Schlenkbewegung vorne. Und kommt weit hier. Ah, sieht sehr, sehr abgeklärt da vorne aus. Da werden keine unnötigen Moves gemacht.
Casey Raisins auch mit leichtem Verbremser. Gucken wir jetzt mal, wie es aussieht beim Acker. Dieser Film mit 3 Sekunden Zeitstrafe und mit einem wirklich guten Exit, den er auch bekommt, kann der jetzt hier am Teller vorbei. 10, okay. Ganz locker. Ja, das sah jetzt wirklich sehr, sehr abgeklärt aus. Das sah sehr schnell aus, ja. Und dahinter jetzt auch Turtle Note gegen Marcel. Wie schon vorhergesagt, Psycho Kizi kann da vielleicht jetzt ein bisschen Nutzen draus schlagen. Was auf jeden Fall an sich jetzt Acker ein bisschen in die Karten spielen könnte, wäre, wenn jetzt Casey Raisin, der den Teller angreift. Big Kommt doch M hat sich aber natürlich auch auf den wieder. Ausgang an. Big M hat sich auch wieder rangekämpft. Ja. Aber es sieht nicht so aus. Aber hier, wie man an sich sieht, entweder Teller mit einem sehr guten Ausgang oder Acker wirklich mit keinen sonderlichen Gelb, Sektor 2, guten Position. 3. Da hat sich Marcel. Marcel und Turtle Note. Beide waren da off track. Gab's da eine Berührung? Leider nicht Ja. gesehen. Das ist natürlich jetzt an sich die Frage, aber das spielt natürlich jetzt den Quisi komplett in die Karten. Der ist Ja, nämlich genau. jetzt mit Abstand Erster. Also wenn alle ihren Stop dann Wenn machen. alle ihren Stop gemacht haben, ja. Und der Marcel muss in die Box. Ja, der hatte sowieso Flügelschaden, glaube ich. Aber der Max holt sich da die schnellste Runde. Max ist auch durch die Sache da vorbeigekommen. Momentan, also wenn man vorne die vier wegrechnet, weil die ja noch ihren Boxenstopp machen müssen, wäre Max auf Platz 2. Überraschungskandidat auf Platz 2. So. Mir kommt irgendwann so vor, als wenn Big M hier so ein bisschen aufgehalten wird. Weil ich glaube, Ja, der kann schneller. glaube ich auch. Gehe ich auch von aus. Er hat 1,8 Sekunden Rückstand aufgeholt, hängt jetzt wieder genau mit Ja. hinten dran. Also Aber könnte das, vielleicht für den Angriff reichen. ja, kommt jetzt auf den Exit wieder drauf an. Weil im DRS-Train überholen ist ja, wie man heute schon gesehen hat, nicht ganz so einfach. Ja, und der Exit ist auch nicht zu gut. Nee, das wird nichts. Locke holt Locker sich mit auch 3 drei Sekunden. Sekunden. Aber immer noch sehr ausgeglichen mit Strafen, keine Strafen. Und da gehen sie rein, die Jungs. Ja, Acker und Teller sind rein. Big M. Ah, Casey Raisin auch direkt. Teller, 5 Sekunden Zeitstrafe, schwere Kollision mit Acker. Oh, das war wahrscheinlich in der Boxengasse. Einmal kurz Ja. hinten drauf gefahren. Das darf natürlich nicht passieren. Big M jetzt vorne, Max wieder Und sie mit der gehen auf schnellsten die Runde. Softs. Ja, das war ja klar. Mit. Ja, aber mit 12 Runden kommt mir ein bisschen harsch vor. Na, ich denke, das ist möglich. Also haben wir gesehen, 10 Runden gehen ganz locker und jetzt mit leichterem Auto. Ja, das stimmt. Ja, gut, das stimmt wohl. Das Auto ist definitiv an sich leichter. Und Big M momentan, derjenige, der momentan das Rennen anführt, hat aber natürlich an sich noch keinen Boxenstopp gemacht. Und das bedeutet, dass Psycho mit 2 Sekunden Abstand vor Max und gerade mal. Das Psycho mit 8 Sekunden Abstand vor Max und Max mit 2 Sekunden Abstand oder mit 3 Sekunden Abstand zu Turtle Note gar nicht mal so nah aneinander mehr sind. Natürlich bei Turtle Note mit verschuldet. Ich weiß nicht, was da war, die Aktion mit Marcel. Hat da natürlich auch nicht was mit reingespielt. Aber jetzt gerade hinten geile Brust und Locke, da kann es jetzt wahrscheinlich zum Manöver kommen. Ja, wahrscheinlich nach dem Oh, Bengals und schon Treppe. fast nebeneinander in den S's. Casey Raisin und Chris Hamm hinten auch, Ich bleiben glaube, aber das mal könnte gerade hier reichen. drauf. Ich glaube, das könnte reichen für geile Brust. Obwohl. Und dahinter Acker und Steel of Death genau das gleiche Spiel. Und geile Brust setzt sich daneben Locke und innen rein, das reicht. Ja, schöner Wurf. Acker jetzt mit dem weicheren Reifen.
Könnte. Oh, da gab es eine kleine Berührung. Na, könnte sein, ja. Ja, gab es. Aber Acker ist durch, also keine schlimme Berührung. Und der Teller versucht es auch direkt damit durchzurutschen. Am Steel of Death. Und da quetscht er sich aber sehr, sehr durch. Sehr ungeduldig. Der Steel of Death kann aber jetzt hier nochmal kontern. Macht er es? Nein, er zieht zurück. Zieht zurück. Und hier hinten auch der Krieger und der Chris Hem. Also jetzt kommt hier auf jeden Fall sich ein bisschen Spannung auf. Ja, jetzt kommen halt die frischeren Reifen dann doch mal. Zeigen sich dann. Ich guck mal, ob Krieger vielleicht am Chris Hem vorbeikommt. Aber ne, sieht nicht so aus. Ne. Steven, weiteren 3 Sekunden. Lass dich nicht von den Knirschen beunruhigen, ne? Ach, alles gut. Ja, Locke bleibt aber auch direkt an geile Brust dran. Und Casey Raisin mit den weicheren Reifen. Jetzt sind da am Steely dran. Big M geht in die Box und Vendetta, danke für dein Follow. Und Finn, 5 Bits. Kuss geht raus, ne? Weiß der. Finde ich jetzt sehr interessant, wo der Casey Big jetzt im M Angriff? rauskommt. Setzt sich Wo? neben Steel of Casey Death Raisin, genau, ja, genau. und setzt sich auch Geht vorbei. vorbei, ganz locker vorbei, aber der Steel of Death geht auch jetzt in die Box, bevor er da seinem Teamkollegen noch in dem Weg steht. Acker mit der neuen schnellsten Runde 1:43. Wo kommt der Big M raus? Auf der 7. Ja, stark wieder zurückgekämpft. Direkt hinterm Natürlich. Acker. Hat also mit dem Overcut sogar den Teller noch sich holen können. Und auch den Casey Sehr Raisin, starke der Aktion. vielleicht jetzt auch ein bisschen, die beiden wurden ja vielleicht jetzt noch ein bisschen von Steel of Death aufgehalten. Und der Max ist auch kratzt am Sekundenfenster vom Psycho Kizi. Ja. Da könnte es also auch nochmal spannend werden. Hier hinten mit Krieger, Leon und Chris Hem momentan. Auch ein sehr interessantes Dreiergespann. Ja, alle drei wenigstens auf den gleichen Reifen, also gleiche Waffen quasi. Man sieht aber auch, das Feld ist sehr gemischt, was die Soft- und was die harten Reifen angeht. Ja, man kann sie gerade noch mal einschalten, so. Und Steve hat sich den Techtin geholt. Den war in der Box, deswegen. Und Big M Gucken wir geht an Acker mal. vorbei. Herr Krieger, momentan neben Chris Hem, geht auch jetzt vorbei. Reicht das? Und der Chris Ja. Ham, der Leon. Oh, Leon, auch direkt. Leon Oh nein, rutscht da regelt in den sich! Chris Ham rein. Beide konnten es abfangen, haben sich nicht ganz gedreht. Und Alex geht dahinter an Ryan O'Connor vorbei. Aber auf jeden Fall an sich stoppen muss. Keiner mehr. Ja, ne. Und vorne, der Kampf um den Sieg hier gerade. Zwischen Max und Psycho, ja. Genau. Das ist natürlich eines der wichtigsten Ereignisse immer, wenn es um den Sieg dann geht. Und wir gucken mal, Max auf jeden Fall mit deutlich höheren Topspeed, also. Da waren gerade eben, glaube ich, 6 km Unterschied. Da ist natürlich das Setup dann sehr, sehr auf die Gerade ausgerichtet. Und jetzt gucken wir mal, ob Max eventuell irgendwas machen kann. Natürlich, wenn sein Setup ein bisschen schneller ist, hat er hier auf der Geraden ein leichteres Spiel, genau wie mit der DRS. Setzt sich daneben. Rad an Rad. Gleich. Big M mit Jetzt 3 auf der Sekunden. Bremse kann Ne. sich der Kisi vorne Oh, halten. aber Mit dem Switchback von Switchback, Max! Switchback! Vielleicht auf der Bremse jetzt der Kisi nochmal. Nein! Ne, Kesi schafft es. Oh, obwohl Max Max lässt den verbremst sich Platz. leicht.
Also, ja. Max verbremst sich leicht und da kann der Kiesi jetzt außenrum wieder Ja. mitkommen und holt sich die Position Zieh wieder. vorbei. Holt sich da die Position ganz stark wieder und der Turtle Knot kommt dadurch auch wieder leicht ran. Ja, aber wir dürfen nicht vergessen, Tüttelnacht hat 6 Sekunden Zeitstrafe. Ja, das wird. Ja, nee, so also Position 3 dürfte eigentlich sicher sein. Auch nicht unbedingt. Geile Brust ist ja sogar dran. Obwohl, Ja, nee, der Down hat ist ja 5 schon. Sekunden Naja. und hat auch eine Strafe. Der 3 Sekunden, ja, stimmt. Müsste also noch 2 Sekunden aufholen. Teller auch nochmal mit einer 3 Sekunden Zeitstrafe. Hat er die 5 Sekunden bekommen vom, weil er den Acker in der Box berührt hat und jetzt nochmal 3 Sekunden durchs Cutten. Ist natürlich bitter für ihn. Der hat ja eigentlich ein sehr starkes Rennen bisher gezeigt. Und hier haben wir wieder Leon und Chris Ham. Ja, das habe ich auch kommentiert gesehen. Aber das wird nicht reichen. 14. Das ist viel zu viel. Nicht, dass es dann nochmal zur Berührung kommt. Ach, ich denke, die Jungs werden da jetzt ein bisschen vorsichtiger sein. Aber hier vorne, Max wieder sehr nah dran am Psycho. Und jetzt hier auf der DS-Gerade nach Scheppe. Genau, Und und der Turtle Ausgang Knot sieht auch sehr gut aus. im DRS-Fenster. Oh, Psycho verteidigt sehr hart. Ja, natürlich, ich möchte den Sieg da nicht hergeben. Oh, Es geht Max ja jetzt um die. außenrum. Oh, Da geht's die berührt den Berührung. Psycho. Und der Psycho dreht sich weg. Damit ist Das Turtle auch ist. wieder durch. Damit ist Turtle Knot auch wieder mit im Kampf drin. Das war jetzt, weiß ich nicht. Da gab es eine Das ist Berührung, jetzt, da gab es auf jeden definitiv. Fall die Berührung. Das war gar keine Frage. Und jetzt ist Turtle Knot auf jeden Fall auf der 2. Und Big M Wie hinter sieht's mit Psycho seinem Flügel Kesi. aus? Wie sieht's mit seinem Flügel aus? Das ist ja Ich hier weiß sehr. nicht, der ist sehr extrem in die Wand rein. Aber es Aber sieht nie optisch so sehe aus. ich da keinen Schaden tatsächlich. Interessant auf jeden Fall. Wir hoffen auch Deswegen, mal wirklich, dass er keinen Schaden hat und hier jetzt einfach das Rennen beenden kann. Aber das kann natürlich, das darf natürlich nicht sein, die Berührung. wenn es um Position 1 geht. Natürlich, da muss man jetzt, da müssen natürlich die Leiter und so weiter erstmal gucken, ne, wie das jetzt überhaupt sich aussah. Also hat Max denn genug Platz gelassen oder nicht? Oder hat Max vielleicht auf ihn eingelenkt oder hat vielleicht Psycho den Max sehr weit rausgetrieben? Man Das weiß es ja zu ist der Situation nie. Sache der Stewards, die da, Richtig. dass die Situation zu klären. Ja. Ich muss auch sagen, es war eine recht für uns recht unvorteilhafte Kameraposition, um da jetzt direkt zu sagen. Ich hatte die Kameraposition vorne beim Flügel. Tatsächlich. Okay, ja, ich hatte von weitem. Also, nee, ich hatte die vorne vom Flügel, wo du dann so seitlich auf den Flügel mit drauf guckst Ah, und dann so ich weg. hab die hab ich gerade, glaube ich. Ja, genau die hatte ich eben. Ah, Turtle Knot aber hier hängt jetzt am Max dran. Vielleicht hat Max sogar ein bisschen Schaden davon getragen, weil war gerade eben mal schneller. Ja, wobei, Leon und Chris Ham. Ja, Wenn Kameraperspektive hatte ich, genau. man sich jetzt mal sich so überlegt, wie stark eigentlich der Quisi in die Wand eingeschlagen ist, glaube ich ja weniger, als der Max jetzt sich in den Schaden haben sollte. Ja, das Spiel ist komisch. Das Spiel ist komisch. Ja, stimmt allerdings. Also eigentlich so wie der in die Wand gekracht ist, theoretisch ja, hätte er DNF gehen müssen, so wie ich es kenne. Weil der ist ja schon sehr schnell in die Wand gekracht. Aber das Spiel dachte sich so, nö. Steel Nicht of heute. Death, 3 Sekunden. Jo. Aber Ja. wir sind auf jeden Fall sich froh für ihn, dass es nicht zum DNF gekommen ist, Genau. definitiv. Also, so schnell wie er da doch über die Wiese gerutscht ist, hätte ich doch damit rechnen können, dass er das Rad abfliegt. Aber Glück für ihn, dass er dann doch noch da weiterkommt. Das sind stabile Formel-2-Wagen heutzutage. Sehr stabil. So. Auf jeden Fall, vorne die Spitze hat sich jetzt ein bisschen beruhigt. Ja, Casey Und Raisin, nochmal 3 Sekunden. ja, ich warte Schauen mal wir auf mal die gerade Linie da drauf. drauf. Turtle Knot mit 9 Sekunden Strafe.
Was bedeutet geile Das geile Brust? Brust hat sogar auch noch die Chance, wenn er noch drei Ja. Zehntel aufholt. Ja, das stimmt wohl. Wenn geile Brust unter den 6 Sekunden, unter das 6 Sekundenfenster kommt, dann ist er auf Platz Nummer 2. Ja, und dahinter Locke mit 6 Sekunden und Big M mit 3. Was bedeutet, Spitzenreiter dass Big sind. M momentan auch schon am Locker vorbei ist? Genau, Spitzenreiter sind Phil und Steve mit 15. So, von den Positionsänderungen her ist momentan der größte Gewinner immer noch der Leon. Und wir Ja, haben die kann ich auch mal gerade insgesamt zeigen. drei größten, nee, einen größten Verlierer jetzt. Jetzt hat sich's umgeändert, und zwar der Wheezy, wie wir heute genannt haben. Hat jetzt fünf Positionen schon verloren. Ja gut, das war ja durch die Berührung Ja, das war wieder. durch die Berührung. Ich denke schon, dass der eventuell einen Schaden davon getragen hat. Ja, wie gesagt, optisch sieht man nichts. Richtig, aber wenn man sich jetzt mal sich so überlegt, dass der Acker jetzt relativ schnell ran und auch relativ vorbeigekommen ist. Das Guck stimmt, mal, habe ich gar nicht gesehen. der Acker hat jetzt schon 1,7 Sekunden wieder rausgefahren. Ist ja vorhin erst an ihm vorbei. Habe ich gar nicht gesehen. Deswegen, Psycho war ja vorhin noch vom Acker. Und Acker ist erst vorhin vorbei. Deswegen habe ich Ja, gerade gesagt, jetzt haben wir einen neuen der wird da Verlierer mit der definitiv. Position. Ich bleib mal gerade drauf und hoffe, dass eine andere Kameraperspektive kommt. Nein, aber. Guck mal, er verliert auch mehrere Zehntel. Ja, also der wird definitiv ein bisschen Schaden haben. Wie gesagt, optisch sieht man tatsächlich nichts. Teller muss sich da schon leicht verteidigen gegen Casey Raisin. Ja, das Spiel ist aber echt ein bisschen komisch. Also da brauchen wir uns nicht drüber zu streiten. Das ist einfach so. Big M auch jetzt im DRS-Fenster von Locke. Ansonsten hinter Leon ein kleiner Train mit Chris Ham, der Alex und Ryan O'Connor. Ja, Steve mit 3 Sekunden auf jeden Fall. Na, dann ist er jetzt alleiniger Spitzenreiter mit 18 Sekunden. Der will sich den Titel noch holen. So, Casey Racen, weiß ich nicht. Der hat einen leichten Quersteher hier. Ich habe eine Kommt auch richtig nicht rein. bescheidene Kameraperspektive gerade gehabt. Ja. Aber Teller und Casey Raisin Big M könnte hinten. eventuell den Locker angreifen. Chris Ham auf Abwägen. Oh! Und könnte er jetzt sogar noch von Marcel geschnappt werden? Ah, nee, dafür reicht die gerade nicht. Hat er sehr viel Schwung verloren. Oh! Und gelb Da im steht ein dritten Sektor. Da Techin! steht Techin. Genau. Da fährt Phil davon, könnte da auch zu einer Oh! Big Berührung M jetzt, gekommen der sein. Angriff, wahrscheinlich gegen Locker. Ja, Geht in rein. das wird reichen. Jo. Kann sogar fast vorne wieder einscheren. Also sehr, sehr viel Geschwindigkeitsüberschuss. Ja, aber ich glaube auch mit den Softs, während der locker auf den harten, glaube ich, ist. Ja, Ja. genau. Deswegen, und wir haben jetzt insgesamt tatsächlich noch 3 Runden zu fahren. Dann ist das Rennen schon wieder vorbei. Ist mir gar nicht aufgefallen. Bin ehrlich. Der Töte wird ja auf jeden Fall sich wahrscheinlich nicht mehr den Max angreifen. Ich glaube, der realisiert, dass er so am besten zu Ende fahren kann. Geile Brust konnte sich leider nicht ins 6-Sekunden-Fenster reinkämpfen. Ja, hat er wieder ein Also bisschen leider für verloren. ihn, jetzt nicht leider für Töte, ne? Ja, konnte er wieder leider ein bisschen die Spannung nicht hochhalten für uns. Ja, Hat er wieder und einen Max 2 Sekunden und Verlauf Tottenhaut fast. überrunden jetzt gleich den Techtin. Ja, Ich hoffe, das dass beim Überrunden alles gut wird. vielleicht das Positive für Techtin, das Rennen ist eine Runde früher fertig, macht Ja. aber ganz fair Platz. Macht er wundervoll. Techtin, wirklich schön gemacht. Fairer Sportsmann, definitiv. Wo ist denn noch spannend? Ja, leider ist gerade Momentan. ein bisschen auseinander. Eigentlich nur bei Leon und Alex. Ja. Wie schade, ich wage zu bezweifeln, dass Turtenaut jetzt hier noch den Max angreift.
Das wäre auch eigentlich an sich nur dumm, wenn man überlegen würde, dass er auf geile Brust halt die 6 Sekunden aufrechterhalten könnte. Ja, er Ja. muss halt abwägen, was dann für ihn Richtig. wichtiger Er kann ist. sich einfach mitziehen lassen, theoretisch, und hätte das Ding dann wahrscheinlich sehr sicher in der Tasche. Ja, könnte es halt riskieren, aber wenn dann da was schief geht, Ja. ein Missverständnis zwischen den beiden Fahrern gibt und es auch zu Berührung kommt, könnte Turtle noch vielleicht nur noch den dritten Platz verlieren oder vielleicht noch mehr. Aber ich denke nicht, dass es so weit kommen wird. Steel of Death mit 3 Sekunden Zeitstrafe. Kurz vor Ende des Rennens. Aber ja, jetzt ist leider so ein bisschen Toto auf der Strecke, außer beim Alex. 2 Zehntel, der will hier den Leon angreifen. Oh, wäre fast sehr optimistisch reingestochen. Oh, ganz schnell runter hier. Hui. Gucken wir mal, ob da sich vielleicht irgendwas bildet. Alex auf jeden Fall sich mit 2 Runden frischeren Reifen, wie du ja vorhin schon gesagt hast, man merkt 2 Runden in der Formel 2. Ja, nicht nur in der Formel 2, auch in 50% Rennen oder weniger merkt man jede Runde, die weniger auf den Reifen ist. Bei Aber guck 100, mal, bei 100% Alex gar ist. nicht mal so sehr. Aber guck mal, Alex hat definitiv die Chance, am Leon vorbeizuziehen. Da wird er wahrscheinlich, wird er eh, weil der strafenfrei ist, einer der wenigen, die strafenfrei sind. Nur 5 Leute, 1, 2, 3, 4, 5, genau. 5 Leute, die Jo. strafenfrei sind. Und wie ich schon an sich gesagt habe, Turtle Not lässt sich einfach mitziehen. Geht hier nicht nochmal in den Angriff. Macht auf jeden Fall an sich schlau. Und jetzt bin ich echt Und gespannt. Jetzt kommen wieder die Maggots, Beckles und Chapel. Oh, Leon kommt weit. Big M geht noch an geile Brust vorbei. Jo. Schalten wir für die letzten Runden nochmal die Strafen ein. Big M und geile Brust beide bei 3 Sekunden. Bedeutet, bei Alex, denen jetzt geht es um die Angriff auf Position. Leon. Wenn du schnell noch einschalten möchtest. Oder schon drin? Bin drauf. Jo. Geht Oh, vielleicht im außenrum. Vielleicht Anbremsen? eine kleine Berührung. Nein, doch nicht. Nee, gab keine Berührung. Und. Leon Oh! dreht sich weg. Leon dreht sich weg. Aber Konnte es es gab aber keine souverän Berührung. abfangen. Konnte es souverän abfangen. Verliert die Position noch gegen seinen Teammate. Ich war eben gerade auf Und der den Marcel Onboard-Perspektive vom vielleicht. Alex. Deswegen, daher weiß ich, es gab schon mal keine Berührung. Und Marcel könnte eventuell sich noch den Leon schnappen. Ja, oh, kommt da sehr, sehr Oh, weit komm. noch. Aber alles gut. Leon macht platt. Und macht langsam. Okay. Ja, Leon lässt den Marcel nicht einfach durch. vielleicht das Gefühl, dass das Gefühl gehabt, irgendwie im unfair im Weg gestanden zu haben Rejoin der Strecke, beim wieder Wenn drauffahren. das stimmt, dann sehr fair auf jeden Fall, wenn ihn geregelt. Muss ich ihn lassen? Aber hier Teller nochmal mit Queasy. Ich weiß nicht, ob Ja. Teller eventuell nochmal angreifen wird, weil er hat ja eigentlich die Zeitstrafe. Ich denke Aber mal, wir werden das wird es ja er nicht gleich sehen. machen. Auf jeden Fall, Max und so weiter werden dieser Film nicht mehr holen. Zum Überrunden. Ja, der wird gleich einsam seine letzte Runde fahren. Ja. Marcelino, 3 Sekunden Zeitstrafe, da ist er. Oh! Tatsächlich, Teller nochmal am Quisi vorbei, weil Quisi einen sehr großen Quersteher hatte. Ja, der wird es aber auch einfach lassen, weil er weiß, dass er die 8 Sekunden definitiv rausgeholt hat. Definitiv drin ist. Also er ist 2 Zehntel dran. Ich weiß nicht, ob das Ja, 8 Sekunden sind. das Leon minimal. mit 3 Ja, Sekunden. Und ja. Max hier Sieger. Danach Turtle Note. Bleibt auf der 2. Big M bleibt auf der 3. Holt sich den dritten Platz. Geile Danach Brust auf geil. der 4. Locke 5. Acker 6. Ja, Käse geht wieder vor Teller. Aufgrund der Zeitstrafe. 7 und 8. Casey Raisin auf der 9. Der Krieger kommt jetzt über die Ziellinie. Er hat genug Nee. Abstand mit 3 Sekunden auf der 10. Alex strafenfrei. 11. Ryan O'Connor auf der 12. Marcel Junot auf der 13. Leon mit 15 Sekunden Strafe dahinter auf der 14. Chris Chris Ham Ham. auch strafenfrei. Oh, er hat kein Benzin mehr. Chris Ham hat kein Benzin mehr. Das ist richtig. Oh, Steel of Death hat sich fast mal weggedreht. Chris Ham ohne Benzin schleppt sich da noch ganz Über die gerade Ziellinie. über die Ziellinie. Aber bleibt trotzdem mal sich vor Steve. Das wird erst Platz 16, Steve Platz 17, dieser Film Und Platz dann 18 und Tech Team Platz 19. Aber dieser Film muss jetzt noch sein. Der hat auch kein auch Benzin mehr. kein Benzin mehr. Was ist denn los?
Heute haben alle irgendwie Benzin Benzinprobleme. zu wenig mitgenommen. Oh, das kann sich jetzt nur noch strecken. Jo, dann hat der Phil halt auch ein bisschen Screentime noch. Ja. Mit 115 km über die DS gerade. Auf der Hangar Straight, jawohl. Ja. Sehr schön. Glaubst du, er schafft es noch, bevor der Timer abgeht? Definitiv, oder? Ja, Weiß ja, er nicht. ja, ja, ja. Seine Rundenzeit ist 2 Minuten 13. Und ja, wie ich vermutet habe, Leon hat Marcel die Position gegeben, weil er das Gefühl hatte, er war unfair auf die Strecke gekommen. Los, Und Phil! jetzt Los! der Phil in der letzten Kurve und macht sogar nochmal langsam und geht jetzt übers Ziel. Geil! Mit 25 km geht er über die Zielgeraden und damit haben wir's! Das war Silverstone mit der Formel 2. Zwei Leute, die kein Benzin mehr hatten. Das ist auch mal interessant. Genau. Big M, Fahrer des Tages. Was ist das für ein Foto? Und ich habe mein Studentenfutter fast leer, ey. Ja. Haben wir alle heute was erreicht? Das schließe ich jetzt auch noch jeden Stream ab. Genau. Ja, Ja. ich muss leider sagen, Interviews denke mal heute mal keine, weil ich habe recht wenig Schlaf bekommen gestern und bin eigentlich absolut fertig. Weiß nicht, wie du das siehst, aber ich fand das eigentlich das Hauptrennen spannender als das Sprintrennen. Auch wenn das Sprintrennen schon schwer zu toppen war von den Fights. Ich fand das Das. Hauptrennen spannender, aber leider auch ein bisschen unfairer mit den Berührungen und so weiter. Es gab viel mehr Berührungen als im Sprintrennen. Aber Ja, ansonsten würde ich wirklich sogar sehr sagen, war recht spannend. gleich, aber ansonsten, die Fights waren eigentlich teilweise sehr fair, was wir so gesehen Ja. haben. Und dann, ja, hier haben wir nochmal das Endergebnis. Max auf der 1, Turtlenaut 2, Big M 3, Geilebrust 4, Locke 5, Acker auf der 6, Kesi sehr unglücklich auf der 7, Teller auf der 8, Casey Raisin auf der 9, Krieger. Hat sich die zwei Positionen nach vorne gearbeitet auf die 10, Alex 11, Ryan O'Connor 12, Marcelino auf die 13, Leon von der Qualisperre auf die 14, also von letzter auf die 14, Seal of Death 15, Chris Ham sehr viel verloren auf der 16, Steve 17, dieser Phil 18 und Techtin als einziger Überrundeter 19. Was ich jetzt aber auch noch an sich sagen muss, ist, Big M hat tatsächlich im heutigen Duell mit Max als Verschuldeter den Psycho besiegt. Und was bedeutet, er baut seine Führung fort, der Big M, gell? Genau, Big M war Genau, vorne. der baut seine Führung jetzt weiter auf mit den Punkten, aus mit den Punkten. Und auch Turtle Nord mit seinem zweiten Platz ist da nicht mehr punktgleich mit Locke. Ja. Ja. Ja, dann haben wir doch heute einiges erlebt und Ja. ja. Dann bedanke ich mich bei dir, dass du mich heute hier Alles so gut. doch wieder mal kurzfristig unterstützt hast. Ich glaube, wir haben recht gutes Racing gesehen. Ich hoffe, es schalten auch morgen wieder alle ein. Ich glaube, morgen ist auch nochmal was. Ich glaube, ist es die D oder die C morgen? Ich kann es mir nie merken. Nee, die C kommt immer nach der Sim. Dann ist es die D morgen. Ja. Dann ist es die D morgen. Ja. Und ja, dann wünsche ich Ich allen, würde wie, genau, sag du als erstes. noch kurz was sagen. Ich würde noch kurz was sagen. Und zwar erstmal wirklich herzlichen Glückwunsch. Alle sind durchgekommen. Das sieht man auch nicht alle Tage. Und natürlich meinen herzlichen Glückwunsch auch an die Top 3. Und natürlich ein großes Danke an dich, dass du hier den Stream geleitet hast, geleitet hast. Und ja, wenn du mal wieder einen Co brauchst für dir F2, ne, schreib mich an. Sicher. Ja, das nächste Rennen erst wieder im neuen Jahr. Das heißt, wir hören uns dann auch erst wieder im neuen Jahr Jo. im Stream. Ja, Wir wir wahrscheinlich wahrscheinlich auch. auch. Al
Deswegen allen, die Ja. zugeschaut haben und auch dir, schöne Weihnachtsfeiertage und kommt alle gut ins neue Jahr, ne? Und dann Gleichfalls. würde ich mich an der Stelle verabschieden. Schön, dass ihr alle da wart und einen wunderschönen Abend und eine gute Restwoche noch.